Und wir gehen online. Das ganze Stadion hüpft. Ole, ole. Auf YouTube. Video ist live gegangen. Ja. Ich würde erstmal gucken. Echtes Joypad connected. So soll das sein. Wo hast du die Meldung gekriegt? Weil im Telegram-Channel nicht. Es gibt doch ein C auf. Im Firefox. Weil ich bin auch gerade auf der Tischseite. Achso, ja. Und per E-Mail auch. Kannst du mir bitte die Dose der Brüllen mitbringen? Ich hab jetzt schon einen Jägermeister. Ich werde das gut. Out of the town, going to the east. There's a place we know where sea last lives. Not so far away from the big one road. Going place. Oh, going to the east. When you come inside, you will feel at home. Nothing, just a place full of beer. You will surely find many loved and smiles. Friendly place. Oh, friendly place. Ich dachte, da war mehr los. So, da sind wir. Hast du das Mikro wieder eingestöpselt? Ja, wir können uns wieder gehen. Ja, ich höre euch auch beide. Und den Holger sowieso. Hörst du den Keng, ja, ne? Warte mal. So. Hörst du den Keng? Ich höre den Keng, ja. Hallo, 1, 2, Test, 1, 2, Test, 1, 2. Wunderbar. Ich höre dich. So. Oh, und heute kann ich wieder, weil sie es wieder angeschaltet haben, man darf es wieder streamen. Das heißt, ich kann heute wieder die angenehmere Version vom Streamen machen. So, kommt ihr mal so langsam alle online? Ich bin online. Okay, ich bin in Sea of Thieves online und ich brauche noch ein Bier, was ich noch nicht habe. Aber ich sehe schon mein Glück kommen nach dem Spiel heute. Es läuft auch die Relegation gegen Mainz raus und ich kann nicht hin, weil wir in Kalifornien sind. Wann wäre das? Genau dann, wenn wir in Kalifornien sind. Genau dann. Also, ja. Man muss dann Prioritäten setzen. Ja, ich bleib zu Hause. Naja, jetzt erstmal haben wir jetzt. Dann hast du wieder eine Ausrede, ne? Wir haben jetzt erstmal Köln in die Zweitklassigkeit gekickt und ihr habt jetzt Lautern in die Drittklassigkeit gekickt, würde ich sagen. Aber das war aber auch ein fucking Game heute, ey. Leck mich am Arsch. Hä? Köln war in der ersten Liga, würde ich mal so sagen. Ja. Hat mich schon gefreut, als du geschrieben hast. Juhu, wir sind aufgestiegen. Was? Wer? Hä? Von der dritten auf die zweite, oder? Was? Ich hab doch keine Ahnung von dem Zeug. Nein, Köln und Mainz sind beide in der ersten Liga. Und mit dem Spiel letzte Woche hat wahrscheinlich Mainz Köln in die zweite Liga gekickt. So rum. Und heute hat Bochum gegen Lautern gespielt, die beide in der zweiten Liga sind. Und da hat wahrscheinlich Bochum die Lauterner in die dritte Liga gekickt. Und zwar ziemlich deutlich, weil da sind jetzt 5 Punkte und Heidenheim spielt, glaube ich, morgen sogar noch. Ich muss mal eben gucken. Ja, also Heidenheim spielt, Darmstadt spielt, Pauli spielt. Tatsächlich ist für Kaiserslautern im Moment sind es 8 Punkte, wenn man davon ausgeht, dass Heidenheim und Darmstadt gewinnen können. Also ich denke mal, wir haben Kaiserslautern heute verabschiedet. Wie viele Punkte können sie noch kriegen und wie viel brauchen sie? Ich habe es nicht im Überblick. Es sind 34 Spieltage, 31, 32, 33, 34, 4 mal 3, 12 Punkte sind noch zu machen. Und sie brauchen 8. Im Moment, Stand jetzt, brauchen sie ja 8, denke ich mal. Ja. Niemals.
Vor allem ist ja nicht so, dass die anderen nur verlieren werden. Auf dem Relegationsplatz brauchen sie 5. Wenn Pech geht, je nachdem wie es morgen läuft, sind es aber auch auf dem Relegationsplatz 8. Also kommt ganz drauf an, wie es ja, eben, weil, also... Unwahrscheinlich. Ja, ich denke, Lautern hat sich verabschiedet. Die haben auch den halben Block abgebrannt mit Pyro und Tralala. Damit der Abstieg gleich richtig teuer wird, ne? Ja. Dass du das nächste Spiel verliert. Damit du nicht in den Zwiespalt kommst. Habe ich heute eigentlich schon so ein bisschen erwähnt. Ich wäre beim 2:2 total zufrieden gewesen. Weil dann wäre ich entspannt nach Kalifornien geflogen. Ja, deswegen hoffe ich, dass Bochum das nächste Spiel wenn Bochum es in die Relegation schafft, bleibe ich zu Hause. Das ist mir scheißegal mit bezahlten. Doch. Nee. Doch, da werden wir nicht drüber diskutieren. Schafft das. Das braucht ihr jetzt hier nicht auszudiskutieren. Das könnt ihr aufleiten. Schafft es Bochum in die Relegation, bleibe ich zu Hause. Wirklich. Da warte ich seit 10 Jahren drauf. Nee, 8 Jahren drauf. Ja, dann nee. Dann schmeiße ich dich raus. Wollt ihr das nicht vielleicht offline ausdiskutieren? Oder nehmt euch ein Zimmer oder sowas? Ich kann das. Ja, du kennst das schon, ne? Ja. Einer Herrenstraße. Ich glaube, die ignorieren mich gerade, ne? Die hören mich nicht. Die hören dich nicht. Nee. Also dafür höre ich den Kang manchmal doppelt, wenn der Mats sein Mikro noch mit aufhört. Aber der hört uns nicht. Der redet einfach. Live aus einer Bochumer Küche oder so. Aus dem Esszimmer. Der Nilo grüßt ins Studio. Grüß mal zurück. Mhm. Winke. Prost. Ach scheiße, ich habe noch kein Bier. Moment, ich hole mir ein Bier. Seid ihr jetzt langsam alle fertig? Ich bin online. Nee, heute mal, jetzt mal im Ernst. Du hast das Fortuna-Spiel live doch miterlebt. Fußball ist nicht langweilig. Ich bin die erste Halbzeit fast eingeschlafen. Das ist egal. Achso, solange die letzten 10 Minuten spannend. Ich sag noch zu Micha heute, ich sag, pass auf, wir unterhalten uns wieder ab der 80. Minute, dann geht das hier wieder der Punk ab. Und was war? Toll. Da muss ich 80 Minuten darauf warten, dass es mal spannend wird. Ja. Yeah. Ja, so lang. Ist wie beim Sex. Du brauchst 60 Minuten Vorspiel für 1-2 Minuten Spaß. Ist so. Das kommentiere ich jetzt nicht. Der ganze Kuschelscheiß vorneweg kann man eigentlich weglassen. Ja, richtig. Genau. Direkt sofort zur Sache kommen. Genau. Fußballspiele ab sofort nur 10 Minuten. 2x5. Alles okay, hast du da den kann jeder einmal gucken. Also tortechnisch. Nein. Ich finde das ja ganz lustig. Wir könnten die Sendung umbenennen. Ja. Tust du. Entschuldigung. Aber siehst du mich denn jetzt online mal? Ich sehe euch alle online. Geht Bochum in die Relegation, bleibe ich zu Hause. Ich fliege nicht nach Kalifornien. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Da bleibe ich hier. Ja, dann packst du deine Koffer und gehst woanders hin. Ja, ich dann Kalifornien. Ja. Ja? Gut. Ernsthaft? Ich bin letztes Jahr beim wichtigsten Spiel des Jahres gegen Pauli auf Mallorca gewesen. Da habe ich die Zähne zusammengebissen. Holger, wollen wir einfach schon mal spielen? Ich darf, fang einfach mal an. Na, wir fangen einfach mal an. Ich laufe heute einfach nur besoffen. Boah, ich komme beim Spiel am 27. nicht mit. Dann mal schalten. Ich komme nicht mit, weil ich hoffe, dass sie verlieren. Wir verlieren nächste Woche in Fürth. Da gehe ich fest von aus. Ja, ich hoffe es. Oder ein Unentschieden, das reicht schon, damit sind alle Träume begraben. Wir müssten alle 4 Spiele, die jetzt noch kommen, müssen wir alle 4 gewinnen. So. No. Das wären dann 8 Spiele in Folge gewonnen. Das habe ich beim VfL noch nicht erlebt. No. Nein. So, was muss ich machen? Also ich renne heute besoffen über Schiff. Ach, du bist jetzt doch da, Marcel. Hallo, Marcel. Ich schubse dich gleich über Bord. Wie wär's damit? Ich schicke dich über die Planke. Dich frisst doch die Haie. Genau. Hör mal, Kang, ich glaube, wir haben heute 2 Galionsfiguren. Mhm. Ja. Ja, richtig. Eine mit VfL-Schal. Mhm, genau. Eine links, eine rechts, ja. Also ich habe euch gerade alle eingeladen. Ja, aber bei mir klappt das mit den Einladungen irgendwie nicht. Ja, dann solltest du mal einladen und nicht so viel über Relegationsspiele reden. Also ich habe auch noch nichts gekriegt. Habt ihr denn die Xbox-App offen?
Ich habe die eigentlich gerade angenommen, die Einladung. Ach, wobei, laut der Xbox-App ja. ist eigentlich nur, seid ihr alle drei nicht im Spiel, laut Xbox-App. Das ist ja super. Dann lad mal jemanden an. Irgendwo ist im Hintergrund ein Rasenmäher. Ja, bei mir ist, deine Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Kopf auf. Machen wir nochmal. Ich habe die gerade angenommen, aber danach kam nichts mehr. Ja, ich glaube, die Server haben gerade einmal in die Knie gegangen. Will man neu starten? Nee, eigentlich müsste man dir jetzt gleich die Meldung kommen, Serververbindung verloren. Kannst aber auch selber neu triggern. Das geht auch. Nicht. Kannst du auch machen. Drei Freunde spielen, jetzt sind alle raus bei mir, sehe ich auch gerade. Jetzt kann ich alleine spielen. Jetzt sind wieder alle drei online. Dann mach ich mal neu. Ja, ja. Wir sind heute komplett, ne? Ja. Plus Rasenmäher irgendwo. Also bei uns eigentlich nicht. Mama. So, auch Marcel, das kommt aus deinem Mikro. Jetzt ist weg. Jetzt besser? Ja, jetzt besser. Einmal reconnected. So, ich guck mal, ob ich Freunde einladen kann. Ja, ich kann euch alle einladen. Mache ich jetzt auch mal. Ja, dann mach mal. Das konnte ich eben auch, aber okay, also ich hab's gekriegt. Da ist der Rasenmäher wieder. Das war bei Holger. Was? Nee. Ich höre es ja auch. Natürlich nicht. Ich aber keine Einladung. Einladung! Zur Not gehst du zu Marcel drauf und sagst Spiel beitreten. Warte mal, probiere ich mal. Hat das letzte Mal auch schon nicht geklappt? Ist jetzt besser? Also Nina ist auch mit drin. Rasenmäher weg. Der ist zumindest gerade leise. Ich muss beitreten. Jetzt der Rasenmäher wieder da. Was auch immer das ist bei euch. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe einfach mein Standmikrofon wieder dran. Jetzt ist Holger auch drin. Ich mache mal sofort Segel setzen. Da können wir ja mal gucken, wenn irgendwas ist. Ist das sehr störend oder? Als wenn irgendwas über die Tischplatte schleift. Ja, genau sowas. So ganz langsam. Wie? Irgendwas über die Tischplatte am Schleifen ist. So ganz langsam. Nee, also hier ist wirklich nichts. Gar nichts. Ich höre auch tatsächlich selber nichts. Es ist ja auch nicht immer. Im Moment ist es gerade nicht. Jetzt kommt's wieder. Jetzt ist es ganz leise, ne? Egal. Ach, wir bewegen nichts. Also ich habe jetzt zumindest mal den Input ganz leise gedreht und den Output für uns ganz laut. Das müsste die Situation verbessern. So, heute neue Infos rausgekommen zu was kommen wird in Sea of Thieves, ne? Sind angekündigt worden 3 Erweiterungen. Wo hab ich's denn? Ich hätte es doch eben. Ich bin in der Kneipe. Echt nicht? Meiner lädt noch. Da, Content Plans. Also im Mai kommt schon das erste große Content Update. The Hungering Deep wird es heißen. Da bin ich aber gespannt. Und sie wollen auch im Mai jetzt anfangen mit ihren wöchentlichen Events für Sea of Thieves. So, einmal alles leer.
Ihr habt ja wahrscheinlich hier schon sämtliche Fässer leer gegraben, ne? Hm. Ist alles leer, da? Ja. So. Wo höre ich denn jetzt den King nochmal? Wenn du mich bei Marcel doppelt hörst, könnte es natürlich sein, dass Marcel seinen eigenen Output so laut hat, sodass der als Rückkopplung wieder reingeht. Ich guck. Ja, Marcel. Was haben wir denn hier? Ich brauche noch Fässer. So. Der Rasenmäher. Was ist? Fliegen da bei euch Flugzeuge übers Haus oder? Aber wie kann die Rückkopplung zustande kommen? Ich verstehe das nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ist echt alles leer. Also bis auf Planken bin ich voll. Lang hab ich nur, ich brauch den Rest. Ja. Also gerade ist es ganz laut. Nilo meint übrigens, es wäre ein Föhn, kein Rasenmäher. Was ich den Kang immer mit so einer Sekunde Verzögerung nochmal höre, ist auch sehr, sehr seltsam. Das finde ich interessant, weil das müsste ich ja auch hören. Ich müsste ja, wenn du mich bei Marcel hörst, müsste ich mich ja auch bei Marcel hören. Und das ich das nicht. Überspielen? Hä? Warte mal, ich muss mal. Hast du Kang, hörst du da auch Marcel, hä? Bist du, oder nee, mein Kang, bist du auch im Spiel am Stream soundmäßig? Warte mal. Warte mal, ich guck mal gerade. Da war irgendwas, glaube ich. Dass das eventuell sich wieder ausstellen kann. Push to talk ist an. Also im Spiel dürftest du mich nicht hören. So, ich tue das Spiel irgendwie auch jetzt. Ach nee, warte. So, also bei uns dürfte man uns jetzt nur noch zumindest über Teamspeak hören, wenn wir sprechen. Okay. Und auch keine Rückkopplung mehr. So, ach nee, da will ich hier gar nicht hoch. Ah! Ich brauche noch 5 Bananen und. Kommt so. Der zweite Kang, Herr verdammt. Was meinst du? Kang, du redest alles doppelt heute. So. Hast du vielleicht Twitch an? Moment, ja, Twitch an habe ich, aber gemutet. Moment, du sagst, ich rede alles doppelt heute. Das kann natürlich auch hier... Warte mal. Wie sieht's denn jetzt aus? Weg. Eins, zwei. Ist weg, ja? Weg, ja. Okay. Gut, dann habe ich das schon mal. Schon am Schiff? Be brief, then be gone. Ich suche immer noch. Ich habe keine Kanonenkugeln und Bananen. Ah, da sind Kanonenkugeln. Away with you. So, ich komme zu die Schiffe. Nina ist im Ausguck. Ja. Ah! Wasser. Noch eine Galeone. Die habe ich auch ums Die Kanonen sind alle geladen, zeigen aber nach oben. Das ist gut. Ich glaube, die beste Kombination, ne? Ja, das denke ich auch, weil so fahre ich auch immer durch die Gegend. Achso, Moment, ich stelle noch die Grog-Segel ein. Die Grog-Segel. Die sind wichtig. Also ich sehe eine Galeone, aber ich glaube, die macht nichts. Ich habe nur 6 Kanonenkugeln gefunden. Ja, scheißegal. Ja, unten an Bord sind ja auch nur. So, noch nicht Anker. Wir müssen erstmal wissen, was wir machen. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ui. Als erstes machen wir jetzt mal Prost, weil ich habe hier nämlich ein Bier, was ich noch gar nicht angetrunken habe. Ich habe schon 4 gegen Prost. Ja. Prost. Prost. Stopp. Was? Kann
Hä? Ja. Nee, einfach beim Hochdrehen. Ich glaube, Holger ist das. Wenn ich mich alles täuscht, ist das Holger. Naja, gut, wir würden jetzt noch nicht losfahren, weil wir haben immer noch nicht gesagt, was wir machen. Jetzt habe ich auch keine Mission. Jetzt habe ich alles. Das will ich die ganze Zeit ja eruieren, aber auf mich reagiert ja keiner. Mach eine Schatzfahrt. Schatzfahrt. Was habe ich jetzt eigentlich über meinem Kopf stehen? Was bin ich? Mystic Partner. So, okay, einmal abstimmen, bitte. Den Mann und der Tyrannrix ist Gold. Ja. Jo, hab ich. Aha. Starring Wir 4, ein Kapitel gibt's mit einer Karte. Was ist das? Mit einem einzigen Schatz. Was ist das für ein Gag? Was ist denn das für ein fetter Schatz, wenn das nur einer ist? Eine große, klumpige Insel. Was haben wir denn da? Das ist Old Faithful Isle. So. Ach. Segelgesetz. So, jetzt zeigen wir den Leuten da draußen mal hier unser Grog-Segel. So. Ich habe die gefunden. Schön, wo müssen wir hin? Wir müssen nach... Moment, lass mich mal rausscrollen. Nach Old Faithful Isle und das ist im Nordwesten. Okay. Dann los. Eine sehr große Insel. Anker los. Du hast Backwork voraus, direkt auch schon den ersten Felsen. Ja, ja, den sehe ich. Hast du die Laternen an? Ja. Soll ich die Segel bedienen oder den Anker? Was ist besser? Weiß nicht, mir egal. Boah, jetzt mal hier am Segel. So. Habt ihr denn die Spülmaschine laufen bei euch? Nein. Wir haben nichts hier am Tisch. Macht mal nachher den Spaß und hört mal auf dem YouTube-Archiv, hört euch das mal an, was das sein könnte bei euch. Ja, aber eigentlich bewegen wir hier nichts. Also, ist mir so arg, guck ich jetzt... Rauschen. Das kommt jedenfalls auf jeden Fall über eure Mikro mit. Ich stelle das mal woanders hin, das Mikro. Also ich glaube wirklich, Föhn trifft es am besten. Was jetzt aber nicht, ein Marcel ist so ruhig, der sagt gar nichts mehr jetzt. Das ist ja auch schön. Ich bin gerade erst wiedergekommen. Ich habe mir mein Bier. Ach so. Pardon. Aber dass du in der Schaluppe direkt auf die Karte gucken kannst, das finde ich ja cool, ne? Ja. Ja gut, die Schaluppe musst du ja auch alleine steuern können, ne? Ja, ja. So, der Kurs ist super. Wohl sein. Wohl sein. Prost. Ja, die Tage habe ich gespielt, ich kam runter so meiner Schaluppe, da war sie schon am Sinken. Das ist ja lecker. Ja. Ist das Rauschen jetzt immer noch? Weil ich habe das Mikro umgestellt. Im Moment nicht, nee. Nee, das ist auch immer nur zeitweise. Ich hab eine Vermutung. Ich glaub so langsam aber sicher, dass das ein Netzteil in meinem Rechner ist. Okay. Soll ich das mal mit meinem Controller tauschen? Was? Das Netzteil? Also das, Nicht, du meinst Kabel. Ich meine das Netzteil im Rechner, die Stromversorgung des Rechners. Okay. Weil das dürfte mittlerweile 8 Jahre alt sein. segelst du gerade was bringen? Wieso? Segelst du gerade was? Weil wir mehr nach Nordwesten müssen. Okay, mehr nach Nordwesten. Gut, da kommen viele kleine Felsen, sehe ich. Genau, vor uns müsste gleich eine Insel kommen, die müssen wir nach rechts umsegeln. Da kommt gleich das Ankenburg. Ist ganz schön düster heute irgendwie. Ja, so viel.
Der Kurs ist gut. Ja. Ich höre Donner. Ich höre Donner. Wo ist es? Wo ist es? Genau vor uns. Links von uns. Ja, da muss ich mal aufpassen. Also den Kurs einfach halten, dann steuern wir genau noch. Das dauert aber noch mal. Ey, wieso steht der jetzt außen im Posten? Stand das da schon immer? Nee. Nein. Posten? Nee, früher hieß die Outpost. Outpost? Ja, ja, die haben so ein bisschen was geändert. Oh. Ja. Ja, die haben tatsächlich Patches rausgebracht. Haben sie übersetzt? Oh, Mensch. Manni, kannst du mir den Jägermeister mitbringen? Jede Menge Felsen voraus. Ja, geh mal rechts dran vorbei. Was kommt da? Oh, Krake, ach. Krake, Manni. Fuck. So, hallo Krake. Meine erste Krake. Jo, kriegst du vielleicht Achievement. Wir haben ihn schon mal getötet. Wir haben es wirklich schon mal geschafft. So, einfach schön auf die Tentakel zielen. Okay, erstes Tentakel down. Weil jetzt ganz ehrlich, also bei Galionen, der Krake kommt einfach zu oft. Kannst du sagen, was du willst. Ey, die haben mich rausgeschmissen. Deine Verbindung wurde unterbrochen. Was soll das denn? Meine Verbindung wurde unterbrochen. Der Krake hat dich erwischt. Dann komm wieder rein. Hä? Hä? Wo komm ich denn wieder rein? Ich bin jetzt bei Galionen und schon Lupo wieder. Du musst in der Xbox-App draufdrücken bei den anderen und sag beitreten. So, Marcel ist da schön. Der Marcel ist gerade nicht da. Ah, der Marcel ist nicht da. Das ist natürlich praktisch. Deswegen. Verstehe. Ja. Oh, müssen wir das Ding jetzt zu zweit bewegen? Ja, anscheinend. So. Der hat mich jetzt auch und jetzt in hier hoch. Da macht die Kanonenkugel nicht drin. Ja gut. Eieiei, geht weg da. Aber der lädt noch von meinem Avatar. Da kommt ja nicht immer der Avatar. Ne? Den hab ich noch nicht mal. Der wird ja nicht abgefallen. Der hat gut gekommen. Ich glaube, wir sinken schon, kann das sein? Ich sehe nicht, ich sehe nix. Aber es hört sich so an, ich höre die Sounds dafür. Ja. Können wir nun mal zu zweit auch nicht allzu viel machen, ne? Kann ich jetzt Kanonika benutzen? Was ist jetzt los? Oh ja, wir sind untergegangen. Ja. Zu spät. Spielen wir ein Lied. Hm. Ach, Marcel's Controller hat die Lieder. Okay, also ich kann jetzt gerade gar nichts machen, ne? So, und ich bin jetzt auf der Fähre, genau, verdammt. Und hier wollten da auch irgendwas geändert haben. Geht nicht anders. Bei mir ging es nicht. Bei dir auch nicht? Nee. Da lag es an unserer Internetverbindung. Das kann sein. Weil bei mir ging auch nichts mehr. Der hat mich vom Server rausgeschmissen. So. Ist der Rasenmäher über die Leitung gefahren? Ja, Marcels Controller hat vibriert. Vielleicht war es das. So, dann gucken wir mal, wo das Schiff jetzt gelandet ist. Ich brauche jetzt einen Moment. Ich muss gerade mal. Ich kann sonst nicht dampfen. Ja, ich muss ganz neu reinkommen. Weil, wie gesagt, unsere Internetverbindung hat schlapp gemacht. Und wir sind leider nochmal. Kann man nochmal winken, ne? Mit Y.
Winkel, nicht zu spät, jetzt sind sie weg. Da haben wir echt doch Platz 2 auf der Galeere der Verdammten dazugewunken hier. Aber wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Krake auftaucht? Also bei Gallione anscheinend extrem hoch irgendwie, habe ich den Eindruck, also zu hoch, finde ich. Weil das ist ja mittlerweile irgendwie zweimal am Abend, ja, und das ist einfach viel zu viel. Na, wo bleibe ich denn? Weiß ich nicht. Oh, in der Spelunke bin ich. So, gucken wir mal, wo war denn das Old Faithful? So. Wie ist denn jetzt der Status bei euch? Weil irgendwie kriege ich nichts mit. Wir sind da beide rausgeflogen und brauchen, glaube ich, eine neue Einladung. Ja, aber irgendwie kommt doch die Einladung nicht an. Von daher geht doch einfach mal in die Xbox rein, in die Xbox-App rein und sagt beitreten. Bei mir zum Beispiel. Wo ist denn die Galeere? Bin ich hier? Ich bin jetzt bei der Auswahl Galeone Schaluppe. Nein, du musst in die Xbox-App. Ich brauche gerade ein bisschen. Bei mir ist Dampfkarten gerade komplett im Arsch. In der Xbox-App bin ich dran. So, da gehst du auf mich und da gibt es irgendwo die Möglichkeit, dass du meinem Spiel beitreten kannst. Okay. Einladung, Nachricht, Ton aus Chat blockieren. Ah, beitreten. Ja. Okay, bin ich. Okay. So, was habe ich denn? Ach, Kanonenkugel, genau. Davon habe ich hier eben welche. Einige benutzt, die könnte ich mal auffüllen. Ja. So, die Karte liegt da noch. Wollen wir einfach schon mal zu zweit in die Richtung, weil das ist doch relativ weit entfernt. Weil wir kriegen die Galeone auch zu zweit gesteuert. Ich komme sofort. Er lebt noch. Hallo. Ja, yeah, nee, du kommst ja dann auch automatisch, wenn du in der Gruppe bist, spawnst du ja sowieso dann auf dem Schiff. Mhm. Oh, ich bin in der... bin in der Kneipe. Ja, dann komm raus. Jo. Ich dachte, ihr werdet schon losgesegelt. Ah, das hat ihr nicht. Ich habe jetzt wahrscheinlich gerade gar nichts an Proviant, ne? Nee, ich habe gar nichts. Na gut. Ja. Nur 4 Kanonen geladen. Ach ja, stimmt, die können auch mal laden. Hab ich mir zeigen lassen. Hatte ich mir letztes Wochenende zeigen lassen, man kann sich auch selber mit der Kanone wegschießen. Ja. Ja. Das geht, ja. Also nicht keine Bananen. Kanonenkugel. Ja, Kanonenkugel habe ich schon. Ich hab keine Banane. Keine Banane. Direkt links voraus ist ein untergangenes Schiff. Ist das unseres? Nee, wir wissen ja nicht. Ich will eine Banane. Well. Okay.
Schiffe weit und breit. So, jetzt hab ich alles. Hast du? Okay. Da. Jetzt komm ich. Markierung ist aber weg, ne? Nee. Die habe ich wieder hingemacht. Sie war weg, ja. Dann siehst nur du die vielleicht. Ah doch, da ist sie doch. Nein, so. Sehe nicht nur ich. Ja, okay, alles gut, alles gut. So, jetzt bin ich da. So, dann würde ich sagen, stechen wir mal in sie. Oh, jetzt bin ich schon wieder weg. Das gibt's nicht. Was denn? Ich habe schon wieder den Ladebildschirm. Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Ist eure Verbindung heute nicht so dolle? Och Mensch. Jo. Aber alles andere funktioniert. Sorry, ich habe mir gerade echt beide Dampfen abgeschossen. Tut mir leid. Deswegen musste ich gerade erstmal ein bisschen reparieren. Aber ich bin gerade schon wieder rausgeflogen. Was soll das? Da steht immer, Verbindung zum Xbox Live Server wurde unterbrochen oder so. Wir fahren jetzt einfach schon mal los, weil das ist nämlich einfach auch ein weites Stück. Wenn ihr online kommt, dann seid ihr eh entweder auf dem Schiff oder die Meerjungfrau bringt euch zum Schiff. So. Ich bin wieder im Outpost. Ja, schnell dann müssen hinterher schwimmen. Ja, genau. Entweder schnell hinterher schwimmen oder du wartest auf die Meerjungfrau und benutzt die. Ja, ich warte. Ich decke mich erstmal mit Bananen und so. Ja. Alter, wieso haben wir den Begriff Outpost gelöhnt? Jetzt nennen wir das Ding außen. Hä? Was meinst du? Da habe ich mich so an den Begriff Outpost gewöhnt. Oh, ja, das heißt Außenposten. Das nervt mich, ey. Oh, wir müssen eine Idee nach Steuerbord. Also machst du schon. Ich will die Bananen. Ja, wenn die Segel so einen Tacken nach oben gezogen sind, dann sehe ich ja schon, was voraus ist. Dann sind wir halt nicht ganz so schnell, wie wir sein könnten. Aber dann, weil theoretisch kannst du auch, es ist halt echt Arbeit, aber du kannst die Galeone alleine steuern. Aber das ist echt Arbeit. Du bist aber gut am Ackern. Ja, da bist du echt gut am Ackern, ja. Ich meine, die Schaluppe alleine macht ja schon richtig Arbeit, aber die Galeone alleine, die ist echt... Okay, guck mal nach rechts. Nach rechts? Nach rechts. Hey! Juhu! Du bist wieder reingekommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo ich da bin. Ich schwimme mal hinterher. Ich habe ja eine Banane. Darf ich dir den Tipp zum dritten Mal geben? Da müsste irgendwo eine Sirene rummachen. Wenn du die ansprichst. Ich sehe doch keine. Da hinten. Was macht die denn da hinten? Sirenen. Genau. Ja, ehrlich. Tatütata. Ich bin wieder raus. Ich bin Arsch der Welt. Sirenen die rum. Grüne Rauchwolke. Ja, ja. Vielleicht finde ich auf dem Weg ja noch ein paar Bananen. Seitdem ihr euch aber jetzt über das Relegationsspiel zwischen Mainz und Bochum gezofft habt, bin ich die ganze Zeit überlegen, ob ich mir überhaupt dieses Spiel anschauen möchte. Verstehst warum, glaube ich, Marcel? Nö. Weil dieses Spiel bedeutet, dass wir keine Chance haben, in der gleichen Liga zu spielen.
Ich denke, wir werden nächstes Jahr in der gleichen Liga spielen. Das ist so mein Gefühl. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, ich komm. Bin mir da nicht so sicher. Ich bin da. So, wo sind wir denn hin? Ich guck mal. Ach Gott! Das ist aber ein ganzes Stück. Ja. Da finde ich wieder den Kraker. Oh. Aber wir sind nicht weit gekommen eben, ne? Kann... Nee. Nee. Deswegen frage ich ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit. Ja, hier ist aber, hier ist aber das Wetter viel schöner. Ja, das stimmt. Dann kommt keine Krake. Sag's nicht. Sag's nicht. Nein. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe im Telegram-Channel gepostet die Screenshots, also man sieht andere Schiffe, wenn sie von der Krake angefallen werden. Ja. Man sieht die Krake. Hm. Ja, aber die letzte, die haben uns ja beschossen, ne? Das fand ich voll fies. Ja, das ist also halt wir haben gesehen, dass wir angegriffen worden sind und haben uns auch noch zusätzlich beschossen. Das ist gemein. Da bringe ich dann wieder mal das Hashtag It's a Pirate Game. War auch letztens ein interessantes Posting im offiziellen Forum gewesen. 98% der gesamten Beschwerden über Spieler gegen Spieler, PvP, beziehen sich darauf, dass Spieler spielen, als ob sie Piraten wären. Ja. Ja, es ärgert. Das will ich gar nicht abstreiten. Ja, genau. Es ist ärgerlich. Klar. Aber sie muss mir ja auch dazu sagen, sie bauen ja wirklich nach und nach tatsächlich einige Stellschrauben ein. Zum Beispiel, was wirklich schon mal sehr, sehr viel geholfen hat, ist, dass der Respawn vom Schiff jetzt wesentlich weiter weg ist. Der Respawn war ja vorher wirklich die nächste Insel gewesen und du warst direkt wieder drin gewesen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das ist jetzt echt nicht mehr der Fall. Das ist gut so. Die Isle, das war dieses kleine Pissnest da drüben, ne? Ja. Ja. Da. Geil, wenn ihr dann... Ich bin aber noch ein ganzes Stück. Ja, ja. Das ist noch ein ganzes Stück. Da war ich schon so. Also ich bin im Krähennest und um uns herum ist alles safe. Gar nicht. Das ist schön. Kein Mast, keine Kiel, nichts zu sehen. Und er hat die Glocke gefunden. Yay! Moment. Gibt doch auch hier unten eine Glocke. Gibt's doch nicht nur hier oben. Wo ist denn hier eine Glocke? Auf der Schaluppe gibt's doch unten eine Glocke. Gibt's hier unten eine Glocke? Gibt auch noch unten eine, Leute. Was? Wo? Da! Da ist er. Ach, das ist hier eben erst der Kronleuchter hier in der Kapitänskajüte, der... Ist auch sehr beweglich aufgehängt. Ja. Ich guck mal, ob wir nicht irgendwie wieder blinde Passagiere, wie es letztes Mal dabei hatten. Jo. Das war geil, oder? Ja. Das war richtig geil. Ich hab mich so bepisst. Ich hab die ganze Zeit mitgesegelt. Ja, und zwar, komm mal her. Ich glaube, wir haben jetzt freie Fahrt voraus, ne? Komm mit, Holger. Ich zeig dir, wo die gewesen sind. Ich sehe es auf dem Stream. Ja, wir können gleich mal. Du siehst auf dem Stream? Okay, dann gehe ich da nochmal hin. Kapitänskajüte. So, dann gehe ich hier raus. Hier ist jetzt der Balkon und die waren dann hier hinten rum. Ich bin nur per Zufall drauf gekommen. Hier hinten haben die gesessen, wo du keine Chance hast, sie zu sehen. Und da sind die, was weiß ich, wie. Keine Ahnung, wie lange die schon drauf waren. Halbe Stunde, Stunde. Und haben sich schön die Kisten von uns abgekrallt. Wir könnten gleich ein bisschen nach Nordosten fliegen. Nordosten. Wir segeln Richtung Nordosten. Ja, das ist dann ein bisschen weiter nach Osten. Ja. Viel weiter nach Osten? Wie viel Grad etwa? So ist gut. Ja.
da hinten, wenn es dunkel wird. Die Outposts sehen immer so geil aus, wenn sie dunkel werden. So schön beleuchtet. Und doch mal gucken. Bitte kurz. Wir können noch ein Stück nach Osten fahren. Nein, können wir nicht. Nein? Okay. Nein, weil da vorne Felsen sind, die, da gehe ich links drum rum. Okay. Wenn du drumherum bist, scharf nach Osten. Scharf nach Osten? Also, ja. Das heißt, ich hätte vorher schon viel nach Osten gekonnt und nicht jetzt nur ein bisschen. Nö, das nö. So, die Segel sind jetzt aber so, dass ich nichts mehr sehe. Das heißt also, es muss mir jemand sagen. Muss Ansagen machen. Ja, vor uns kommt gleich Scurvy Isle. Kommen jetzt die Felsen. Du musst aber echt scharf nach rechts. Also du musst jetzt sehr scharf nach rechts, weil du steuerst gerade ein. Und jetzt auf geraden Kurs. Ja. Genurbelung freigeschaltet. Gütgrad 1, Seefahrer des goldenen Horizonts. Jetzt geradeaus. Genau, da müssen wir noch vorbei. Holzsammler ansehen. Ja, erhöht. Das habe ich ja fast gedacht, dass das die ist. Bisschen rechts schwach. Dafür, dass ich hier vorne stehe. Okay, da kommen wir gleich westlich von der Insel an. Ja, da hättest du mir vorhin nicht ein bisschen Osten sagen müssen, sondern viel Osten, weil es war viel Osten, es waren locker 15... Nicht. Der Kurs war... Nee, der Kurs war... Nieder, das war vorhin locker 15 Grad gewesen. Nee. Doch. 15 Grad ist ja nichts. Nein, aber das sind unterschiedliche Interpretationen von scharf, sehr scharf oder sonst irgendwie. Ja. Wenn du mit Captain Ken segelst, darfst du eine Sache nicht vergessen. Der hat schon 100.000 Stunden auf der Uhr alleine segelt. Der guckt 144 Mal auf die Karte und hat für sich ein eigenes System entwickelt. Hat im echten Leben einen Segelschein. Er hat wieder einen Segelschein auf. Ich versuche mich jetzt hier gerade bei Nina wieder beliebt zu machen, die gerade kotzt, die Weltmeister. Oh, nö, nicht kotzen. Jetzt nicht kommen kotzen. Wir gleich südwestlich von der Insel. Gib Nina ein Bier. Ja. Old Faithful, ein Bier. Ja, ich hab kein Bier mehr. Okay, wenn du Kapitän bleibst, brauchst du unbedingt einen Erstoffizier. Ein was? Was brauche ich? Was brauche ich? Ich hab's nicht verstanden. Alles gut, Nina hat's verstanden. 1WO. Ich will wissen, was ich brauche. Kommunikationsoffizier. Wir brauchen jetzt erstmal einen Anlegeplatz. Okay, wir kommen jetzt südwestlich von der Insel an, ne? So. Wir sind doch schon da. Ich suche jetzt bloß, wo wir landen. Genau. Ich gehe mal an Anker, Ansage für Anker, okay? Ja. Keng, kommt was mit Feuer? Wieso hat der Keng Segelschein? Warum? Keng hat surfen gelernt. Er soll jetzt sich mal hier nicht so riesig aufmachen. Oh, der Keng kann surfen? Ja. Der Keng hat auch tatsächlich mal in einen Swimsuit gepasst. So, ein Anker bitte. Loslassen. Runter. Komm. Und sehr schön. So.
Herzlich willkommen auf der Insel Old Faithful Island. Die Passagiere können hier sofort mit. Wir wünschen einen wunderschönen Landeurlaub. Paradise Island. Oh Gott, ja, ich bleib da mal hier, weil ich hab sowieso keine Aufmerksamkeit. So, wir haben da nur einen Schatz. Schatz, holst du den Schatz? Ich kann nicht, ich bin besoffen. Du sollst dich immer grog saufen unter Deck. So, wo sind wir denn? Okay, wir sind im Süden angekommen. Das Ding ist im Norden. Das heißt. Ist er im Norden angelegt? Wie mache ich das? Bei mir ist das Analogkreuz. Linkes Analogkreuz und unten Analogkreuz ist so Sachen wie das hier. Ja, ich kann irgendwie keine anderen Crews lesen und ich habe noch nicht rausgekriegt, warum. Das ging mal, ich konnte andere lesen, aber ich kann keine mehr lesen. Und ich weiß nicht, warum. Und da ich jetzt einen Freund gemacht habe, könnte ich dich zum Freund machen, aber du bist schon mein Freund. Also insofern... Was denn? Noch weiter. Ja, dann kommt jetzt gleich, geht ein weißes Fenster auf und du könntest dich jetzt anfreunden, genau. So. Wo drehst du dich jetzt? Hey, jetzt alles gut jetzt. Hör auf. Was erzählt ihr? Was erzählt ihr Lustiges? Nix. Wir haben Spaß. Ich will auch wissen. Manchmal haben wir Spaß miteinander. Ich hab einen Freund. Nein. Freundliche Freibeuter. Entschuldigung. Ich geh grad ein bisschen schwimmen. Sucht ihr den Schatz, oder? Ja, wir suchen Schatz. Weg zum Schatz. Ich bin mir noch nicht so ich steck mein Schwert ganz sicher. Oh, steck dein scharfes Schwert wieder ein, du Pirat. Ich hab hier ein Seil gefunden, soll ich dich fesseln? Ach, ja. Bitte. Boah, ey, nehmt euch ein Zimmer. Soll ich mal an den Mast fesseln? Ist es wieder. Boah, hast du ein großes Rohr? Darf ich mal dein Rohr benutzen? Mein Rohr ist doch in meiner Hose. Ach, soll ich es mal herausholen? Oh, bitte. Ich sehe. Was geht denn mit euch? Ha! Erster Spatenstich. Toll entdeckt, ja. Eine Billo-Kiste ist das. Ich bin noch nicht mal in der Nähe. Eine Billo-Kiste ist das. Ah, ich hab dich gefunden. Oh. Guck mal, hier ist mein großes Rohr. Oh, kannst du es sehen? Eine Palette? Nö. Ja, ab nach Hause. Das ist jetzt eine Billo-Kiste. Ich hätte nicht gefunden. So, werd mal fertig mit euren Fesselspielen. Wir kommen zurück. Ja, wir sind schon lange fertig. Wir sind segelbereit. Hast du ein Problem? Ja. Apropos Skelette. Ja, weiterlaufen. Jojo. Rücken frei. Warum kann man eigentlich nicht mehr Kanone entladen machen? Kannst du? Das geht nicht mehr. Doch, geht. Doch, die habe ich ja, eben gemacht. R gedrückt halten. L? Ja, auf der Tastatur wieder. Nee, geht nicht. Dann ist nichts drin. Boah, jetzt so ist drin. Kannst du sie auch leeren. Jetzt ist nichts mehr drin. Ja. Hab's gesehen. Was war das denn? Ich hab mich auf die Insel geschossen. Was so raus. Wir wollen jetzt losfahren. Ach so! Sind zurück! Sag doch mal! So, während Marcel zurückkommt, hol ich mir ein Bier. Ja, ich bin schon angekommen. Hallo. Ja, Bier habe ich auch gerade keins. So, ich habe natürlich jetzt keine weitere Dingens. Also ich hätte einmal Skelette hauen. Ja, Skelette hauen. Also jetzt kommt Skelette aus. Skelette hauen. Ich komme sofort zum Abstimmen. Entschuldigung, ich wollte mich nicht auf die Insel schießen. Du bist doch schon wieder da. Ich wollte dir helfen. Hast du noch mehr gekauft? So, einmal Skelette hauen.
Da ist er. So, Starigen, Kenfriki, Timerix.de, Nina und Marcel. So, Kapitel 1. Oh oh. So, wo sind wir hin? Es muss Sunken Grove. Es müssen gar nicht alle abstimmen. Ja, nein, du musst nur die Mehrheit haben. 3 zu 0, okay. Ah, ich hab's schon gefunden. So, ich mach mal eben. Wir müssen nach Südosten. Das Schiff ist schon mal frei. Südosten. Bitte von Sunken Grove. Einkleppen. Oh, Tonnen von Felsen. Ja. Wir haben genug Planken zum Kitten dabei. Und jetzt gerade am besten. Durch die Lücke da. Ja, ja. Ups. Irgendwas schießt. Ach, Skelette von der Insel. Ach so. Also es ist gut. Direkt neben der Sunken Grove ist, sind zwei Außenposten. Ja. Oder ein Ausruf. Wo ist die denn? Da kommen wir doch gerade her. Ja. So, ich hab dir ordentlich Segel gesetzt, Captain King. Ja. Ganz kleiner Schlag nach rechts. Ja. 15 Grad. 7,83. Ist wieder so düster. 16,8. 32,77. Der Kurs ist so gut, geradeaus. Was aber macht ihr da? 90 Grad, bitte. Nein, Entschuldigung. Ja, doch 90 Grad weg, aber Bogen mal drauf. Ja, wir müssen erstmal geradeaus und dann Bogen um die Insel da. Hey, ja. Genau. Also rechts neben uns muss gleich das Sunken Grove auftauchen. Ach so, das rechts neben uns ist die schon. Alles ja. Klar, dann sehe ich sie. Hier schon mal ein Segel. Ach, hab ich gerade einen Schreck bekommen? Ich habe ein Bier gebracht bekommen. Toll. Dann kriegst du einen Schreck? Ja, krieg ich einen Schreck, weil ich Kopfhörer aufhabe und das nicht mitbekommen habe. Also, geht wenn, ja noch. Also wenn ich jetzt hier ein Bier bekommen würde, dann müsste ich wirklich einen Schreck bekommen. Ja. So, rechts von der Insel ist ein Strand. Ja, ja, sehe ich. Alles gut. Ja, Segel 1. So, Segel 2, weil der ist jemand an dem Anker. Ich komm mit. Ich hab das Schwert. Ich fahr grad die Segel. Ich hab das Schwert schon. Anker, bitte. In 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Ah, hier, ich hab mein Segel. Anker kommt. Mein Säbel. Komm her. Jawohl. Wo sind die Skelette? Wo sind sie hin? Ja, die müssen wir doch erstmal suchen. Okay. Ja, hier. Ja. Ich höre schon die Musik. Wir sind super. Schlange? Ich höre die Musik. Ich höre letztens ein. Weil da hatte ich die Musik gehört, aber ich habe einfach keine Skelette auf. Auf der Insel da hinten. Die kleine Insel da hinten. Die hinterm Schiff. Hinterm Schiff, die kleine Insel. Ja. Hinterm Schiff. Hinterm Schiff, jetzt geht die Keilerei los. Ich bin in Holger gefolgt, der Holger ist falsch. Ja, ich bin auf die andere kleine Insel. Mach aber noch einen. Ja. Komm, lasst mir einen über. Da kommen noch ein paar. Viel Fun, viel eher. Wo sind sie denn? Ja, die erste Welle haben wir gekillt. Jetzt kommt die nächste Welle. Komm her, du. Komm her. Nicht weglaufen. Jawohl, der Schnellvögel ist noch einer. Ach ja, Nilo, nein, das Schiff kriegt noch keinen Namen, weil
Noch kann man keine eigenen. Was ist das denn für ein bunter Paradiesvogel hier? Aufhalten, einfach hier jetzt nicht lang aus. Ich glaube, ich habe schon einen wichtigen. Die Grünen kriegt man gut kaputt, wenn man sie schnell macht. Ey, der haut ab! Vor allem sollten die Grünen nicht ins Wasser, weil sie sich im Wasser heilen. So, und die Musik zeigt an, der Boss kommt. Da ist er. Da ist er. Ist er alleine? Komm mal, komm mal. Nee. Ach, zwei Bosse. Zwei Bosse. Oh oh, ich habe ich brauche Banane. Banane. Einen hab ich. Einer ist besiegt. Einer ist besiegt. Okay. Ja, du. Der ist kaputt. Zweiter besiegt. Ja, Schädel aufnehmen. Ja, Schädel. Irgendwas hat geschossen. Haben wir zwei Schädel? Ich verstehe jetzt langsam, warum Ken so abgewichst ist bei bestimmten Sachen. Heuer ruft aus dem Hintergrund so, oh, da hat jemand geschossen. Und Ken so, selbst beim auf dem Strand fahren, sagt er, ja, dann machen wir halt. Was? Das habe ich nicht verstanden. Alles gut. Nein, ich will auch lästern. Nee, es war nicht lästern. Ich verstehe nicht, warum du bei so vielen Sachen mittlerweile so abgedrückt bist. Holger ruft, oh, da hat jemand geschossen. Und wer hat denn ja. Den zweiten Schädel? So, jetzt aber ganz ruhig, weil ich gerade gelesen habe. Nilo meint, wir sollten unserem Schiff einen Namen geben, aber das sind ja noch nicht eigene Schiffe. Die eigenen Schiffe kommen ja erst noch. Die sind noch nicht implementiert. Ich wollte nur wissen, aber das war nur eine Laterne. Ich habe geguckt, wo hast du den Schädel denn hingelegt? In die Kapitänskajüte, da wo er hingehört. Ja, aber da habe ich meinen gerade hingelegt, da liegt kein zweiter Schädel. Da ist genug Platz für zwei Schädel. Hinter der Tür. Ja, natürlich hinter der Tür. Meinst du, ich wollte vor der redet wieder über Fußball. Ja. Oh Gott, ey. So, wir haben zwei neue Karten. Genau, ich guck mal. Also, Shipwreck, wie heißt das denn? Shipwreck Bay und Crook's Hollow. Oh, Belobigung freigeschaltet. Ja, Shipwreck Bay und wie war das andere? Crook's Hollow. Crook's Hollow. Shipwreck Bay und Crook's Hollow. Also, jeweils ein Captain. Shipwreck Bay habe ich. Wir kommen jetzt an zwei Outposts vorbei. Ja, dann gehen wir doch erstmal ab, würde ich sagen. Dann gehen wir ab in die Werbung. Shit, McBay hab ich schon mal. Und Crook's Hollow suche ich gerade. So, Schiff ist frei. Also wir müssen einfach nur geradeaus segeln quasi. Kann ich. Dann kommt ein Außenposten. Ken kann nicht viel, aber geradeaus segeln kann er. Kann ich. Wenn ich nichts getrunken habe. Apropos, Prost. Wohlsein. Crook's Hollow habe ich auch. Prost. Gut. Okay. Ja, Nilo, es wird mal möglich sein, eigene Schiffe. Ist schon angekündigt, wird kommen. Der Outpost, der taucht links von uns auf. Was? Geradeaus. Ist geradeaus von uns, oder? Ja, genau. Weil ich sehe ihn doch eigentlich schon, das oder? Muss der sein. Ja. Ja, ich sehe das auf der Karte noch nicht so genau. Ja, das ist der. Genau. Hey. Achso, das ist die Länge. Was? Da, ich kann hier den Winkel nicht stellen. Es wird kommen, es ist angekündigt. Eigene Schiffe, es ist sogar Haustiere sind angekündigt. Also was definitiv gesagt wurde, es wird Affen geben, es wird Papageien geben, die dann auch zum Beispiel auf deiner Schulter sitzen bleiben und solche Geschichten. Und wie gesagt, erste Content-Update schon im Mai. Und dann noch zwei in den kommenden Monaten. Haben sie schon angekündigt. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Also ich gehe mal in Anker, ne? Also falls der Wunsch nach Anker ist, bitte Bescheid sagen. Ja. Mach hier heute echt Segel und. Mach die Segel doch! Was willst du denn? Ja. Das wird haarscharf an den Pier ran. Könnte aber passen. Nee, das passt Hallo. Schon. Geradeaus. Yes. Lang Anker in 3. Nee, nicht Anker, noch nicht Anker, noch nicht Anker. Sorry, ich war drauf auf dem Finger, da geht's. Wieso, hier ist ein Steg.
Ach so, du hast den Anker jetzt schon. Okay, dann pass 8. So. Ja, da ist eine Leiter am Steg, das ist weiß, kein Thema. So ist doch gut. So ist doch gut, ne? Das ist doch. Ist sie doch. Hey, also wenn ihr es keinem weitererzählt, ich sag's nicht, dass es nicht gewollt ist. Also, das ist schön geparkt, also hat der Holger gut angesagt. Ne, kommst du hier direkt rüber? Alles und, land es trotzdem Wasser. Da sind Leitern am Steg. Ja, also ich hab einen Schädel. Was? Ich hab auch einen Schädel. Wir haben keine drei Schädel. Nein. Aber hatten wir nicht mal eine Kiste? Nein, doch. Ja, wir hatten eine Kiste. Also ich hab einen Schädel. Holger hat einen Schädel. Ich hab auch einen Schädel. Und irgendwo muss doch eine Kiste sein. Hab sie, bring sie weg. Die schraubt so. So, wo ist die Troller? Die Gypsy, ich glaube rechts oben. Oh, ich glaube den Wasser. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sehr sicher. Ja, rechts oben. Mal hinterher. Da ist er. Ah ja. Zack. Oh, 327. Und weg. So, warte mal. Ich muss mal ein Stück schwimmen. Oh, Level 10. Irgendjemand müsste jetzt eigentlich auch 15 sein. Genau, wir waren freigeschaltet. Bei den Seelentröstern. Kann ich mir dann einen neuen Orden kaufen? Halt schon. Ja. Guck doch mal bei den Gypsy. Seelenorden dieses 3. Ich muss erstmal den Typen für die Kiste finden. Der ist da, wo ich bin. Da bist du. Ja, ich sehe dich. Ja. Nilo, das kann ich dir noch nicht sagen, wo der Unterschied liegen wird. Es ist ja noch nicht bekannt, wie sie es implementieren, aber ich gehe mal davon aus, dass man dem Schiff dann tatsächlich einen Namen geben kann, der dann wahrscheinlich auch am Bug dran steht und dass man es ausstatten kann, wie man will. Ja, ich bin noch bei 14. Bei Goldsammler. So. Oh, jetzt fehlt. Habe ich denn jetzt? 12. 10, 7. Handelsturm müsste noch auf 10. Kommt das noch auf 10? Warte, 14, 13, 8 habe ich. Also, ich gehe wirklich mal davon aus, dass man jetzt hier gerade in der Kapitänskajüte zum Beispiel sich das Ding hier einrichten kann, wie man will. Also, sprich, dass man wirklich ein Housing hat. Aus anderen Spielen. Aber das werden wir sehen, wie sie es implementieren. So. Was haben wir jetzt? Zwei Metzelkarten haben wir noch, ne? Ja, du spielst ein bisschen schräg, ne? Ja. Was wahrscheinlich daran liegt, dass du Grog getrunken hast, ne? Nee, ich bin einfach dick und unharmonisch. Erzähl doch nichts, erzähl also, doch. Also, wenn wir jetzt. Halt, Marcel, bevor du hochgehst. Das Steuer scharf links. Ja, ja, ja. Und donnern wir in den Pier. Auch das wäre nicht schlimm. Okay, also, wir müssen jetzt nach Norden. Süden. Nach Süden. Einfach nur nach Süden. Shipwreck Bay. Was jetzt, Norden oder Süden? Nach Süden. Süden Shipwreck Bay. Oh, ist das nicht ein schöner Sonnenuntergang? Auf dem Heck jetzt. Ey, das ist so ein Ohrwurm, das Scheißlied, ne? Doch, wir steuern es noch zu. Steuern auf zu? Ja. Nee, wir müssen bloß langsam reinkommen, weil da sind ganz, ganz viele Felsen drumherum. Also da machen wir schon mal drauf, weil. Also ich gehe mal fest davon aus, da kommen wir nicht ohne Schaden rein. Weil diese Insel heißt nicht umsonst Shipwreck Bay. Hast du schon, okay.
So, alle Segel weg. Am besten mit dem Hintersten. Ja, ja, nur das Hinterste. Also wir haben hier dreiviertel und halbe Segel. Vorne null. Ja, 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 passt. So, ich gehe da rechts rein. Sehen, ne? Ja, ja, ich sehe. Ich gehe da rechts rein. Ich stehe am Anker. Sag Bescheid. Und wieder links ein. Links ein. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Sehe. Manövriertriebdüsen sind an. Wo willst du hin? Hier stehen. Und Anker, wir. Anker, bitte Anker. Jetzt. 3, 4, 2, 1, 0 runter. Und trotzdem haben wir was mitgenommen. Egal. Das geht hier echt nicht anders. Ich höre schon blubbern. Ich höre schon blubbern. Ich höre schon blubbern. Wo ist denn die Treppe in den Keller? Ich such's auch gerade. Ich bin zu viel Schaluppe gefahren. Hier geht's runter. Oh, ich hab kein Holz. Ich hab kein Holz. Töpfe schon mal. So. Oh, gar kein Wasser mehr da. Okay, das war's schon. Na, alles okay? Jo, jo, jo. Gut. Wieso hab ich kein Holz? Weil du dir keins geholt hast, würde ich behaupten. Nee, ich konnte ja eben nicht. Ist das wieder geschnetzeltes? Jo, geschnetzeltes. Wir haben jetzt zweimal geschnetzeltes vor uns. Ich schwöre noch keine Musik. Nochmal die Frage. Ich bin in Richtung vom Schiffsrumpf, von dem kaputten, und da höre ich Musik. Und ich höre auch schon Skelette. Ich höre nichts. Und ich sehe Skelette. Und sie sehen mich. Und sie hauen ab. Hä? Am Schiffsrumpf. Da ist so ein großer Schiffsrumpf. Ey, weißt du, das ist auch immer so eine Beschreibung. Ich sag das, was ich gerade sehe. Ich sehe aber was für mich anderes. Da ist auf der Insel ist ein riesengroßer Schiffsrumpf, aus dem besteht diese Insel quasi. Ja? Ein kaputter Schiffsrumpf. Ich hole euch ab. Jetzt höre ich auch Musik. So, da, den Holger sehe ich schon mal. Genau, Holger, geh weiter in die Richtung. Da siehst du ein kaputtes, gestrandetes Schiff, ganz groß beleuchtet. Only to extreme Marcel. So, da ist die Nina, genau, die rennt jetzt auch in die richtige Richtung. So, wo fange ich den Marcel ein? Von links da, ich kenne schon. Ich höre keine Musik mehr, aber ich sehe jetzt das Schiff, so, okay. Sag doch gleich am Schiffsrumpf. Stimmt, ich hätte gleich am Schiffsrumpf sagen sollen. Hätte ich ja gesagt, am Schiffsrumpf. Da ja, ne? Aber ich höre hier keine Musik mehr. Was? Echt? Ich höre Musik. Wow! Und ich höre Schüsse und ich höre Skelette. Ich komme da nicht hin. Oh. Ich sehe keine Skelette. Ah, da. So, das war ein Skelett weniger. Ah, ein, ja. Jetzt höre ich richtig. Da. Noch ein Mensch. Oh, Boss schon? Das ist die Bossmusik. Wo ist er? Skelette? Ah, schön mit Skelette erstmal, ja. Zwei weniger. Da ist der Boss. Da ist. Aua! Ey, der hat mich ins Wasser geschmissen. Ja, böse, ne? Die schmeißen dich ins Wasser. Aber ganz schön weit. Wie die Kinder früher in der Schule. Arm in. Ich hab den Schädel. Wo ist das Schiff? In der Richtung, folget mir. Ich hab mich festgelaufen. Auch noch eine Banane oder was noch? Holzbreit hab ich auch nicht. Warum sind die alle leer, Mann?
Hilfe, ich habe mich verlaufen. Ja, ich habe dich ja eben noch gesehen. Warum bist du mir nicht nachgelaufen? Ja, ich bin nicht festgehangen, aber ich sehe das Schiff jetzt. Nein. Ich hab dich gesehen, nachdem du festgehangen bist. Da bist du nämlich wieder rumgelaufen. Alles gut. Alle Fässer, die ich habe, sind... Munitionskiste benutzen. Was ist das denn? Also wir haben Schiff Munitionskiste benutzen. Da kannst du deine Waffe wieder aufladen. Ja. Ich brauche eher Bananen. Ich brauche Bananen und Holzbretter, weil die sind auch nicht mehr am Schiff. Und alle Kisten hier sind leer. So, wo ist denn die nächste Insel? Cruz Hollow. Ah, Süden. Okay. Ja. Gehen Süden. Okay, das heißt, wir müssen hier raus. Mitgebracht. Was hast du was mitgebracht? Überraschungsei. Was? Ich hab gar nichts gefunden. Ah, eine Schießpulverkiste. Soll ich mal drauf schießen? Jo. Mach mal, dann ist das Schiff weg. Dann ist das Schiff hin. So. Kann der Anker gelöst werden? Ja, aber die Segel lieber ein bisschen einholen. Ja, löst den Anker. Sind die alle? Ja, die anderen sind weg. Ja. Ich komm, kann ich? Soll ich mit? Hol mal das Segel noch mal ein bisschen ein. Nee, Nina, du kannst ruhig auf der Insel bleiben. Wir holen dich auf dem Rückweg ab. Ja, bleib da. Nein, am Anker. Wenn du fragst, soll ich mit, ey? Soll ich nee, mit den Anker? Nina, hol mal das Segel noch ein bisschen ein, das hintere. Das ist doch drin. Wäre das andere ja, hinten. Ja. Nee, nicht das hintere, das hintere als einziges offen, die anderen komplett rein. Ja, der mittlere meine ich. Ja, genau. Und dann Anker kannst du loslassen. Also losmachen. So. Keine Chance, hier rauszukommen. Jedenfalls nicht ohne Schaden, das ist mir auch klar. Deswegen versuche ich da rechts gleich durchzukommen. Ich gehe schon mal runter. Ja, da passiert ja nicht viel. Ich guck mir das mal an. Ist ja halb so wild. Das ist ja halb so wild. Löschelchen, wo bleibt ihr? Löschelchen? Hat der Kang das Schiff nicht astrein rausgefahren? Oh, ernsthaft? Ja, wir sind draußen. Ich hab nicht angeeckt. Noch Fragen? Nein. Ich lauf Patrouille da unten. So, wir können Fahrt machen. Ja. Wild kommt von vorne, super. Ist eh alles egal. Macht nichts. Die Schaluppe hat auch keine Angst gegen uns. Keine Angst, ja. Keine Chance gegen uns. Ja.
Da ist ein Nest, ha? Ja, irgendwo ist ein Nest, genau. Die segeln alle in die Richtung, wo wir hinwollen. Die wollen zu uns. Die wollen mit uns. Die wollen mit uns Grog trinken. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Wo ist denn die andere? Also die eine sehe ich jetzt nicht mehr. Die ist weggesegelt. Okay. Die andere. Ist hinter der Insel. Okay. Versteckt sich. Also ich sehe eine, aber die segelt ihre Wege. Ja. Nö, nichts los. Ne, es wird auch wirklich immer friedlicher, muss man wirklich sagen. Meinst du? Ja. Ja, ich habe die Woche andere Erfahrungen gemacht. Wie oft hast du gespielt? Eine Mission gekauft, hätte ich schon kaputt gemacht, dann sporn ich irgendwie ganz woanders. Und wie oft ist dir das passiert? Bei jedem Abend. Wie oft? Meinst du jetzt mit wie oft? Anzahl. Einmal, fünfmal, zehnmal. Ja, wenn du am Abend erstmal eine Stunde damit beschäftigt bist, um überhaupt mal in Ruhe in die Mission reinzukommen, ist das schon irgendwo nervig. Wenn du aber da eine Stunde verbrauchst, hast du was falsch gemacht. Ja, weil, die anderen das Spiel schwer machen. 3 Stunden, die dann schon wieder am Laufen heute. Was ist los? Keine Ahnung. Gekrustet. Also die Insel taucht gleich rechts vor uns auf. Alles klar. Na, dann ist sie wahrscheinlich schon da. Eine ziemlich große Insel. Gut. Gerade Kurs, dann haben wir... Ne, noch nicht ganz gerade, oder? Jetzt. Doch, jetzt eingefangen. Ja, ja. Yay, wie lange zusammen? Wo sind die da, oder? Okay. Ist anstrengend mit 4 Leuten, ne? Nee. Die Woche war anstrengend. Anders. Ja. Nee, das ist jetzt nicht anstrengend mit 4 Leuten. Ja, es dauert zum Beispiel alles doch länger als... Ja, und das ist das, was mich wirklich wundert, weil sie eigentlich alle in Foren schreiben... dass du, wenn du alleine unterwegs bist, länger brauchst und es anstrengender ist, und die Erfahrung habe ich halt ganz und gar nicht gemacht. Was jetzt nicht schlimm ist, weil in dem Moment, was wir gerade machen, ist ja so ein Gemeinschaftserlebnis, sag ich mal. Ne? Ich mache jetzt mal das gerade schön Nina entspannt. An den Anker. Ja, Ken, ja, eben. Wo möchtest du hin? Links oder rechts von der Insel? Rechts. Ich bin am Anker. Rechts sind Felsen. Oh, ich sehe es. Wir fahren hier vorne gehen. Und dann brauche ich gleich den Anker. Mach dich bereit, Anker, bitte. Genau. Anker in 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt raus. Los, runter. Ganz nach rechts. Ganz ja, rechts. Zu spät. Zu spät. Egal. Na, nichts passiert. Halb so. Das Schiff kann jetzt nicht untergehen. Nein. Einmal nach unten. Seefahrer oder Festerknochen? Ja, ich hab das doch schon. Da. Halb so. Wieso hab ich kein Holz? Doch. Ah. Du hattest eben schon kein Holz, du hättest es ändern können. Doch, ich hab jetzt Holz, alles gut. Aha. Du hast hier so viel Wasser, wir liegen am Strand. 3 Löcher, alter Schwede. Dazu, Ken hat 1 zu, Nina hat 1 zu. Wo ist noch 1? Alles gut? Ne, das war's. Einmal, das war's schon. Ja, das war's. Halb so wild. Kann los, okay. Ich hab schon kein Wasser mehr gekriegt. Okay. Marcel,
Also vier Leute ist einfach was ganz anderes. Du bist zwar, also meiner Erfahrung nach, langsamer mit vier Leuten, aber du hast einfach ein ganz anderes Erlebnis mit vier Leuten. Ja. Da bin ich bei dir. Das ist jetzt auch meine Erfahrung. Wenn du alleine spielst, es ist halt stressig, das alles allein zu managen. Und ich finde, das macht keinen Spaß alleine. Das ist nicht nervig. Für jeden was. Nee, das ist nicht für jeden was. Ich finde es halt nervig, diese Fahrerei. Nee, ich sag ja gar nicht, das ist nicht für jeden. Was machen wir hier eigentlich gerade? Was machen wir auf der Insel? Musik suchen, Skelette suchen, Boss töten. Ja, Geschnetzel ist reicht, ja. Hör was. Oh ja, die sind unten in der Höhle. Höhle, genau. Oh, jede Menge. Oh, alle schon da. Natürlich sind die da. Deswegen haben wir eine Karte gekriegt. Auf der steht, dass wir die töten sollen. Nee, die sind in die Richtung gelaufen. Die Höhle ist in der Mitte. Du kommst egal von woher kommst du in diese Höhle rein. Die ist in der Mitte der Insel. Ja, ich bin da. Ich höre die Musik. Jetzt ist die Musik wieder weg. Verdammt. Warum? Oh, ich habe keine Bananen mehr. Ich suche Bananen. Ich gehe mal Bananen suchen. Ich gehe in Deckung. Wo seid ihr denn? In der Höhle. In der Höhle. Au. Also da. Noch eine Banane ist da. Da wo sind denn die Skelette? Ja, die erste Welle haben wir gerade schon mitgemetzelt, aber wo bleibt die zweite? Hier draußen war noch Skelett, das habe ich gerade gemetzelt. Jetzt kommt was, jetzt ja. Hey, draußen lief noch ein Skelett rum, das habe ich eben gekillt. Und wenn du eine Welle nicht ganz tötest, kommt die nächste halt nicht, ne? Okay. Hör schon Bossmusik. Ja, das ist Bossmusik. Immer die dritte Welle, kann das sein? Nee, ist nicht immer. Können auch mehr sein. Schon 7 oder 8 Wellen erlebt. Oder ist der Boss. Der Boss ist durch mich durchgerannt. Besiegt. Auf den Schädel. Wo ist denn das Schiff? Es müsste hier in der Richtung sein. Falsche Fall am Strand entlang. Da, laufen. Wo ich schiff. Oh, letztes Kapitel. Okay. Einen haben wir noch. Hey, so, wo seid ihr jetzt lang gelaufen? Wo war das Schiff? Wo rennt der Marcel mit einer Kiste rum? Das Schiff ist gegen Nordwesten. Ja, Nordwesten. Zeig mir mal die Richtung. Ich lauf mal die. Ich seh's schön. Lauf mir hinterher. Jupp. Ja. Wo hast du die Kiste gefunden? Das ist keine Kiste, ein Schießpulver auf was. So. Das kann random spawnen irgendwo auf der Insel. Immer wieder machen. Kann man auch verkaufen? Ja. Ja, du kannst auch stinknormale Kisten finden. Also du kriegst Kisten nicht nur durch Schatzkarten, du kannst die auch so finden. Die sind manchmal einfach so, liegen die auf der Insel rum. So, letztes Kapitel ist Snake Island. Das war ja noch nie. Nein. Das ist, glaube ich, rechts von hier. Alter, ich hab schon zu viel Schrottbeton, ich treffe die Leiter nicht. Zwei Schädel und zwei Schießpulverfässer. Ja. Hauen wir noch den letzten um? Egal, oder gehen wir ab? Ja klar, wir hauen jetzt noch den letzten um. Ja, oder gehen wir vorher ab, das war die Frage. Nein, ach, zwei Schädel und zwei Schießpulverfässer. Nicht da. Achso, Ken, musst du auf der Stelle drehen? Warte mal eben, Holger. Hammer, werden wir sehen. Ich drehe auf jeden Fall mal ganz hart rechts rein. Ja, das passt schon. Möchtest du Stelle drehen? Ne, das passt schon. Das passt schon. Okay. Ich hab hart Steuerbord angelegt. Wir sind auf Snake Island. Wie siehst du? Hallo, wo bist du?
Mensch. Ja, wo ist es denn? Snake Island ist eine Insel, die aus drei Inseln besteht. Nebeneinander. Okay. In der Mitte eine größere, ja. Rechts und links zwei kleine. Wir müssen einfach nur Richtung Westen segeln. Richtung Westen. Ja. Und dann sind wir schon da. Genau nebenan. Ja. So. Ja, Nilo, man hört Stimmen im Spiel. Und zwar, ich zeig dir das. Ich nehme jetzt nämlich mal einen Totkopf auf. Dann hör ich mal genau hin. Ja, man hört es ganz, ganz leise. Auf jeden Fall, diese Totenköpfe geben tatsächlich Geräusche von sich. Bisschen nach links. Ja, ja, wir müssen auch von Süden an die Insel ran, weil im Norden Kanonen stehen, die eventuell bemannt sind. So, das vor uns müsste sein, ne? Jo. Die Totenköpfe kommen dadurch an Bord, wenn wir so... Ich bin über Bord. Anker ist... Mann? Jetzt bin ich wieder... Hä, was war das denn? Das war strange gerade. Ich war gerade über Bord und jetzt so, bin ich wieder... So, Anker in 5, 4, 3, 2, 1. So, ich tippe. Na, weiß nicht. Nee, der Kleine ist da, ne? Ich glaube auf der Kleinen, ich bin mir aber nicht sicher. Nilo, diese Totenköpfe, die wir an Bord haben, die kommen daher, wenn wir so ein Skelett-Cap töten, dann kommt da so ein Totenschädel, den kann man da mitnehmen. Und den gibt man ab und dafür kriegt man Koks, Nutten, Drogen und alles. Koks, Nutten, drei Punkte. Ja. Oh, ich höre schon Musik, ich höre Musik. Oh, ich entschwimme. Ich bin richtig. Seht ihr mich? Ja. Ja. Warum ist die See so schwarz? Ich höre gut. Das ist, glaube ich, kein Krakenschwarz. Ich weiß es nicht. Ja, ich sehe Skelette, die sind aber eine Etage höher. Wo bist du hingelaufen, Nina? Da. Ich glaube, wir müssen nach oben, oder? Wir müssen nach oben irgendwo. Ja, das kann gut sein, dass wir hoch müssen. Ja, ja. Ja, ich habe einen schon gesehen. Ja, das kann ja gut sein. Ja, ich glaube. Den Feuer, Alter, ja. Ah, ja. Da läuft eine. Ja, ey, irgendwie ist das Spiel bei mir ein bisschen crazy gerade. Crazy! Wo ist die Insel, wo wir waren, haben wir das Fass nicht gefunden haben? Ja, na klar, ist eine Frage. Hey, irgendwas schießt auf mich. Wo bist du? Was schießt auf dich? Nilo, das Spiel gibt's für die Xbox und für Windows 10. Kostet entweder einmalig 70 Euro oder im Microsoft Game Pass, der wie viel? 10 Euro im Monat kostet, ne? Ja, hier sind noch mehr. Da geht's weiter. Also, bitte. Alles weiter. Aua! Was schießt hier immer noch? Da, der ist im Dunkeln, hat die Sau sich versteckt. Bossmusik. Oh no, ich bin schon wieder rausgeflogen. Dann kommst du wieder rein. Ich hab grad mein Teamspeak rausgeflogen. Dann ist das WLAN-Verbindung an so. Oh, na, ist der Captain, ich bin ja mal gleich tot. Ja, macht nix. Captain ist tot. Captain ist tot, aber hier spannert noch einer rum, den habe ich jetzt. So, da ballert immer noch einer rum. Hm? Hallo? So. Schädel habe ich.
Bad abgeschlossen. Wo ist schief? Naja, nichts mehr schießt. Schief. Achso, Schiff suchst du im Süden. Belobigung freigeschaltet. Gütegrad 1 Seelenreisende. Ich geh mal raus. Ja, immer. Das zweite Mal. Das ist das vierte Mal, wo ich jetzt rausfliege. Das vierte Mal. Ja, wir können ja die Server bei der Telekom. Ach nee, ihr seid Unimedia. Unity Xbox Media, ne? Xbox Live Dingsbums wurde unterbrochen. Ja. Was soll ich tun? Gar nicht. So. Marcel hat das Schiff gefunden. Zumindest sehe ich, wie du drauf zuschwimmst, richtig? Ja. Komm mal auf. Ich hab den Kopf gleich auf dem Schiff. Und mein Charakter rülpst. Okay. Was? Ja, wenn du zu viel Bananen isst. Ja, dann macht er einen Burnout. So, machen wir lauter Stelle. So, jetzt aber zum nächsten Außenposten. Da ist noch ein. So, ich bin wieder da. Ich guck mal. Das war schön, aber war irgendwas gut. Und an dir vorbei. Endlich weiter. Okay, wir müssen nach Süden. Nur nach Süden. Hol dich. Zum Plunder aus. Zum Plunder Außenposten. Oh, da gibt's Plunder. Ach, das ist der in der Mitte, wo die meisten. Kann der Anker ganz hoch? Ja. Eigentlich schon. Der Plunder. Anker gelöst. Plunder Outpost ist irgendwie der in der Mitte, wo die meisten hinfahren. Och ja. Deckt sich jetzt nicht so ganz mit meinen Erfahrungen. Ja, da hatte ich eben halt die Woche die meisten Probleme immer am Landeaufkurs. Ja, du hast mir immer noch keine Anzahl gesagt. Jeden Abend, an dem ich gespielt habe. Auch das ist keine Anzahl. Abend gespielt die Woche. Dreimal. Jo. Weißt du, kommst runter zum Schiff, ist dein Schiff schon am Sinken. Okay. Neues Schiff, bist du auf einer anderen Insel, musst zurück zum Outpost, um dir eine Mission zu kaufen, drehst dich um, weil dann sieht dein Schiff schon wieder runter. Weil ich Handelsmissionen machen wollte, muss ich dann wieder zurück zum Outpost, um erstmal auch diese Käfige zu holen. Ja. Warte, leere Käfige. Geht mir schon wieder einer in den Rücken. Senne Galeone hinter uns, die segelt mit uns quasi. Also, ich schätze, die will zum gleichen Aufbruch wie wir. Wir können auch zu einem anderen, weil, wenn ich das richtig sehe... Die segelt auf uns zu, glaube ich. Siehst du, wenn ich das richtig sehe, dann ist bei diesem Outpost sowieso da hinten Gewitter. Wir können gerne zu einem weiter entfernten. Okay, ich guck mal, weil die segelt uns hinterher, diese diese Schaluppe. Ich guck mal, wo der nächste ist. Eine Idee nach links. Auf der Felsen. Oh Gott, wo ist denn der nächste? Südöstlich davon ist der nächste. Wo sind wir denn? Mein Gott. Okay, ja, der ist aber einen ganzen Tag weg, ne? Ja. Okay, also, wir segeln jetzt weiter nach Nordwest zum Außenposten Golden Sands. Mhm. Ist aber noch ein Stück. Ja. Gut, Nordwest. Erklär mir das doch nochmal mit dem Raid, wenn wir gerade die Zeit haben. Oder mit was? Immer drüber reden. Mit dem Raid, wo dieser Turmkopf drüber steht. Was passiert da nochmal? Ich habe selbst noch keinen gemacht, von daher kann ich dir nur berichten, was ich gelesen habe. Sprich, da wo der Totenkopf drüber ist, dann ist dieses voraktiv. Da kannst du hingehen, da sind dann auch Wellen von Skeletten, also letztendlich das, was wir eben auch hatten mit diesen Skelettbossen eben, plus eine Nummer größer.
Und wenn du den Endboss killst, dann kriegst du einen Schlüssel und damit kommst du dann zu seiner geheimen Schatzkammer, wo du dich dann gütlich tun kannst und ganz viele Schätze rausholen kannst. Jetzt können wir ein bisschen nach Westen korrigieren. So etwa 15 Grad nach Westen korrigieren. Okay. Weil wir müssen einmal um so eine große längliche Insel rum. Ja. Ja. Oh, ein Gewitter hinter uns. Und Schaluppe hinter uns. Ist immer noch hinter uns, ja? Ja. Jo, ich sehe so. Ah. Ja, die sind hinterher, ne? Ja, dann optimieren wir mal bitte die Wege. Bin ich doch schon bei. Ja, die Halle ist auf uns abgesehen. Jetzt geht's ja, glaube ich, ab. Warte mal. Ja. Ich weiß noch nicht, was die vorhat. Die dreht ab, die Schaluppe. Ich glaube, die will nur das Gewitter umsegeln. Das kann natürlich sein, ja. Ja, das trifft man als Schaluppe auch öfter, kann das sein? Ja, so die Galeone sehr häufig. Hab ich auch das Gefühl, das Problem ist, was, es kann eigentlich nicht sein, weil das Gewitter ist ja. Du siehst das Gewitter ja. Das ist für jeden auf der Karte. Also von daher kann das eigentlich nicht sein, dass du das als Schaluppe öfter triffst. Es ist als Schaluppe ist es heftiger, das Gewitter. Viel heftiger. Wird so langsamer, die Schaluppe. Aber das ist ja noch ein Ausfallstein. Einen Tacken nach links. Wir gehen gerade genau auf den Felsen ziehen. Mehr links, links. Ja, passt. Wir müssen einmal um die Insel scharf nach Westen segeln. Um die Insel einmal drumherum, die links von uns ist. Stehe am Anker. Hä? Das ist ja nicht Außenposten. Nein. Ich sag einfach nur, ich stehe am Anker. Ja. Wir müssen noch einen Tacken nach Westen. Oh, Fässer im Wasser. Wir sind Richtung Westen. Okay, dann noch einen Tacken nach Süden. Also so okay. 15 Grad. Ja, aber manchmal hilft einfach, wenn du oben am Steuer stehst, hilft einfach links oder rechts. Du musst doch nicht immer die Himmelsrichtung brauchst, ja. Nur wenn du den Kurs setzt. Und danach brauchst du für die Korrekturen immer nur links oder rechts. Ja, weil wie eben zum Beispiel, wo du gesagt hast, Richtung Westen, wir segeln halt schon Richtung Westen. Dann ist es schwer, ja. Okay. Der Kurs ist jetzt super, jetzt steuern wir genau drauf zu. Genau. Und wenn du den Kurs einmal gesetzt hast und die Richtung stimmt,
Dann sagst du halt links oder rechts und okay, dann halt okay, bisschen links, leicht links, stärker links. Okay. Diese Schaluppe ja immer noch. Wo will ich denn? Und Holger, wenn der vorne dran steht, auf dem Bug, auch, ne? Ansage ja. Nach links oder nach rechts sind Felsen. Was sehe ich also die Schaluppe ich schätze, auch? Also vor uns liegt schon eine Schaluppe und die Schaluppe neben uns möchte, glaube ich, auch zu dem Outpost. Und die Schaluppe dreht gerade in unsere Richtung. Ja. Und an dem Outpost liegt schon eine Schaluppe. Ja, wollen wir den nehmen? Was haben wir denn eigentlich an Bord? Zwei Schäle. Zwei Schäle und zweimal Schießpulver. Nee, müssen drei Schädel sein. Es müssten eigentlich drei sein, ne? Ja, okay, es sind noch drei. Soll ich nach einem anderen gucken? Nö. Nee? Na, gucken wir mal. Zur Not kloppen wir uns mit denen oder trinken einen Grog. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Grog-Säbel drauf. Die spielen ein bisschen Musik. Vorne. Das dreht aber irgendwie ab, das auf. Schiff. Die ja, Schale. Es dreht ab. Ich glaube, die gucken nur, was wir machen, oder? Ich glaube, die haben Schiss, oder? Komisch. Die trauen sich nicht zu dem Outpost, glaube ich. So, ich würde sagen... die Schaluppe legt gerade ab. Ja, alles. Dann legen wir doch mal da an, wo die Schaluppe war. Ja. Die anderen wollen? Nee, die drehen wieder ab. Ich stehe jetzt am Segel, ne? Abschiedslied für die Schande. Die drehen in unsere Richtung. Na? Nee, na? Segel aber für mich. Nee, die segeln weg. Er hat das Segel in den Wind gedreht. Ja, ja. Und die Schaluppe rechts von uns segelt weg. Und Marcel ist über Bord gegangen. Ja. So, und die hinter uns bleibt irgendwie mit drin stehen. Ja, wie machst du das? Das ist mir doch nie passiert. Ich sehe Marcel's Sirene. Marcel, wie machst du das? Es ist mir noch nie passiert. Rechts. Naja, rechts. Oder willst du stranden? Was? Harmlos. Ich stehe am Anker, sag am Anker Bescheid. Keine Sorge. Harmlos, alles im Griff. Wir haben King und ich uns versucht, als wir zusammen gespielt haben, King und ich, haben uns versucht zu übertreffen, wie gut wir an den Steg dran waren. Anker, jetzt! In 5, 4, 3, 2, 1. Schön weggedreht und jetzt gucken wir, wie man hier am Strand liegt. Schöner geht nicht, oder? So, was haben wir denn voll. Hier? Verdorbener Kopfgeld geben. So, was haben wir denn? Ich aufnehmen und ab dafür. Genau. Zuerst die teuren Sachen und dann die Schießfläche. Ich nehme Schießfass. Lauf der Nina mal hinterher. Wo sind die Troller? Jetzt? Oh, hier ist die Kneipe. Okay. So, ein Schießfass abgegeben. Da hinten ist die Troller. Handelsgrundansehen erhöht. Aha. Ist das Schießfass? Da ist einer auf unser Schiff und schießt mich gerade. Wollen wir zurück? Was? Ja. Wo ist er? Da war einer noch auf der Insel geblieben. So ein Drecksack. Ja, okay, ich bin tot. Er ist in der Kapitänskajüte gewesen. Wo ist die Troller? Die sind wahrscheinlich mit der Schaluppe weg und haben einen dagelassen, der jetzt unser Schiff infiltriert, während wir die Dinger abgeben. Hoppala, der hat mich auch abgeschossen hier. Ja, aber dann nichts zu holen ist, ist doch egal. Ich bringe ja, die Geld weg und dann war's das, oder? Schiff versenken? Nö, den kriegen wir schon platt. Wo sind die Troller? Wo ist der? Da ist der Typ. Und da oben drüber ist die Troller. Da. Hallo, möchtest du den haben? Bitteschön. Komm weiter. Der hat sich versteckt.
100 pro. Auf Balkonien ist er nicht. In Krenes ist er nicht. Ich glaube, unser Schiff geht gerade unter. Wir haben Wasser, Da ist er, da ist er, ich hab ihn. Da ist er, ich sehe ihn. Unser Schiff geht schießt unter. Auf mich. Wie hat der denn das Schiff? Oh, ich bin tot. Wie hat der denn kann das Schiff? Kann ich dir sagen, der hat noch die Schießpulverfässer an Bord, ne? Und die Schaluppe, die liegt da schön. Die warten auf uns. Ja, gut. Ja, ich versenke unser Schiff. Wo ist denn die Schaluppe? Wieso habe ich den jetzt gerade schon bitte? Ab. Wo ist die Schaluppe? Ach ja. Wieso habe ich jetzt Ladebildschirm? Ja, mein Freund. Das wirst du bereuen. So, wo komme ich jetzt wieder her? Unter Wasser. Wir haben so ein Piratensegel. Mhm. Ah ja, gut. Ich bin, unser Schiff ist schon untergegangen. Der Holger ist auch da. Unser Schiff ist schon untergegangen und steht wieder neu an einer anderen Insel. Aber du wirst mir die letzten 5 Schuss noch aus meiner Präzisionskanone geben, oder? Die ja, ich bitte drum. Halt's ihn um. Also bitte, mach ihn platt. Derzeit bereiten wir das Schiff schon mal vor. Bam, Baby! Der Kapitän vom Steuerrad weggeschossen. Sehr jetzt, schön. Jetzt, du gehst mit unter, mein Freund. Fick dich. Geil. Sehr schön. Ich verfolge die Schalotte. Nee, da ist aber keiner mehr drauf. Die segeln nur noch so vor sich hin. Da ist niemand mehr drauf. Geil. Fick sehr dich, schön. Baby. Nee, ich krieg die nicht mehr. Ja gut, lass die Schaluppe irgendwo gegenbrettern oder so. Ja. Aber wie hast du das gemacht? Hast du jetzt da auch noch ein Schiff? Hä? Wie? Nein, die haben noch ein Schiff gehabt. Die sind halt... Fake ist wahrscheinlich einer von der Schaluppe, mit der Schaluppe, weggesegelt. Und der andere ist auf der Insel geblieben. Ist dann an Bord, während wir die Kisten abgegeben haben. Und derzeit kam der andere zurück. Aber Marcel, wo bist du denn jetzt noch am Schießen? Ja, ich habe eine Sirene. Jetzt bin ich raus. Ich bin auf die Sirene zugeschwommen. Ja, genau. Und ja, ja, wir haben das, wir haben das Schiff schon wieder vorbereitet. Ich komme. Ich komme auch. Du hast den Tod vom Steuerrad, das sah auch so richtig schön aus im Fernglas. Ben getroffen und der fällt oben wie ein Baum. Yes. Schön. Nein, ich bin kein First-Person-Shooter. Aber mit dem Ding kann ich umgehen. Was hast du denn für eine Kanone? Dieses Super-Fernrohr-Dings. Wo hast du die her? Ins Sniper? Du musst runtergehen ins Arsenal. Du hast ja normalerweise nur die Pistole. Ja, genau. Und dann gehst du runter ins... Komm mal mit. Ja, komm, komm. Hier runter. Hier runter. So. Und noch einen runter? Nee. Hier, ganz vorne. Hier. Da ist er. Da ist er. Und da steht Arsenal öffnen. Siehst du? Hier, wo ich stehe? Ja, Munitionskiste steht. Nee, die obere. Ah, da. Ja. Arsenal öffnen, X. Ja. Und dann siehst du da oben Entermesser. Und jetzt mit... Scheinschlosspistole. Hier, guck. Mit der Taste. Recht? Nee, ja. Keine Taste. Nee, die da drüber, da ja. Die Schulter. Ja. Ne? Ja. Bis du rüberkommst, bis Auge des Weitblicks. Donnerbüchse habe ich. Weiter. Auge des Weitblicks. Genau, bis dahin. Ja. Du hast quasi... Du mal... A. Klickst du drauf? Nee, A. Ja. D. Jetzt habe ich noch Seefahrerpistole. Jetzt hat sie mich gerade zerlegt irgendwie. Jetzt habe ich sie. Ja, ich habe sie. Ja. So. Die nehmen. Geil, ich hab sie. Du hast quasi die Auswahl zwischen einer Pistole, einer Schrotflinte und dem Sniper. Genau. Ah, okay, jetzt habe ich diese. Cool. Geil. Aber meine haben Sprung, wusstest du? Ja, genau. Und mit dem Sprung musst du schießen. Da ist doch ein Ding, wo sich alles trifft. Okay. Und ja, das ist das Zielkreuz quasi. Cool. Upsi, ich hab geschossen.
Was war das denn? Sowas. Ich, wie zielt man mit dem Ding jetzt? Ah, mit der wenn du durchguckst, dann siehst du drei Sprünge. Und da, wo die Sprünge sich treffen, in der Mitte, das ist quasi dein Zielkreuz. Okay. Rechte Maustaste für Kugeln und linke Maustaste für Schießen. Cool. Siehst du? Okay. Geil. Und genau da, wo sich die drei Sprünge treffen, das ist dein Sniper-Schuss. Cool. Aber was du musst da wirklich üben, mit dem Ding zu schießen, weil du musst halt vorhalten. Also wenn sich jemand von rechts nach links bewegt, musst du links vorhalten, weil die Kugel ist ja auch unterwegs. Und mit dem Ding schießt du ziemlich weit. Du hast natürlich im Nahkampf hast du riesige Nachteile gegenüber der Pistole. Wie immer beim Sniper. Mhm. Aber das ist das, was ich immer gehört habe, wenn ich gesagt habe, ich schieße nochmal. Ich habe immer mit dieser Sniper-Büchse geübt, irgendwie was zu treffen. Mhm. Und den Kapitän von der Schaluppe habe ich tatsächlich vom Steuerrad weggeschossen. Geil. Ja, das geht. Habe ich denn das noch genutzt? Ich hoffe, ich kriege hier so ein Achievement wie Headshot oder irgendwie sowas. Hier nicht. Es gibt ein paar lustige Achievements. Es gibt zum Beispiel ein Achievement, dass man sich mit der Kanone auf ein fremdes Schiff katapultiert, zum Beispiel. Oder Titanic Assemble. Ja, das ist, wenn du beim untergehenden Schiff Musik spielst. Dein Schiff geht unter und du spielst Musik, Döde. Übrigens, es sollten heute sämtliche Achievements nachgekommen sein, die in den ersten zwei Wochen nicht gegeben wurden. Mal gucken, ob ich das Kraken gekriegt habe. Das hast du schon seit ein paar Tagen, habe ich geguckt. Aber ist eigentlich eine Mission? Was stoppt ihr mich hier eigentlich so? Ihr wisst, dass ich das habe. Ich habe noch nicht mal nachgeguckt. Nein, wir haben noch keine Mission. Wir müssen zu einem Outpost fahren. Nein, ich habe. Ach so, hast du? Ich habe wieder alle drei Typen. Ich bin für Kisten. Oder? Ja. Kisten oder Gemetzel? Ja, Kisten und dann Geschnetzelte. Ja, genau. Machen wir beides. Okay, mal gucken. Ich meine, das kann auch sein, so eine Kistenmission, wenn du irgendwie vier Kapitel hast mit jeweils fünf Schatzkarten. Das kann lang dauern. So, los geht's. Liegt auf dem Tisch. Weißt du, King, als wir das letzte Mal gespielt haben, ne? Ach, halt die Fresse. Nur kurz. Nicht bis drei. Es war 5:05 oder so, ja. Beim ersten Mal haben wir ja schon nur kurz gespielt. Da später so, nee, auf keinen Fall. Irgendwann steht ein nackt Lila neben mir und sagt, sag mal, kommst du gar nicht mehr ins Bett? Und ich so, ich bin gerade fertig geworden mit Kerl. Also das ist nur eine und das ist so eine längliche. Sieht aus wie ein. Das ist rechts oben. Auf der Karte. Rechts oben. Ja. Ja. Marauders Arsch. Ja, keine Ahnung, wie es heißt. Der Arsch, ne? Wir müssen dann nach Nordosten. Nordwesten. Nordwesten? Westen? Oh. Sicher? Oh, unser Schiff steht gerade nach Südosten gerichtet. Ja. Okay, und Nordwesten. Wir müssen nach Nordwesten. Okay. Oh. Okay. Nach Osten geht's nicht weiter, da ist schwarz. Und? An der Anker hoch? Gar nicht schlecht. Ja, kann hoch. Ist ja auch nicht schlecht. Wie mache ich das denn? Probier mal aus, was das. Analogkreuz, unten, links, oben, rechts, was das kann. Oh, Holger, machst du nicht ganz runter, damit ich noch einen Tick sehe. Achso, ja. Danke. Das vordere auch? Das vordere auch, ja. Ah, okay. Und das ist das, was Ken schon mal gesagt hat, wenn du diese Chat-Funktion, das sind ja einzelne Sachen nur. Wenn du die benutzt, die werden immer in die jeweilige Landessprache desjenigen übersetzt werden. Also wenn du mit einem bisschen Japaner höher vielleicht auf noch das vordere hier, das mittlere. Kriegt er das in Japanisch? Ja. Oh, okay. Deswegen auch diese Funktion vorhin mit diesem Anfreunden, ne? Dann kannst du den wirklich in deine Freundesliste übernehmen. Okay.
Okay, der Kurs ist gut. Die Insel taucht gleich links vor uns auf. Ein Stück nach links noch. Ist die schon direkt hier, oder was? Die ist jetzt links vor uns. Okay. Dann müssen wir noch weiter links, weil da rechts ein Geschützturm ist. Ich weiß nicht, ob der bemannt ist. Den sehe ich von hier aus. Ja, aber selbst wenn der bemannt ist, das ist doch Pipifax. Das ist ein Treffer auf dem Kapitänsdeck. Ja, passiert nicht viel. Arsch. Genau. Was ist schon die Insel? Ja. So, das war auch merkwürdig. Ich meine, ich habe ja mittlerweile Stufe 30 Missionen. Und da kommt jetzt eine Schatzkarte mit, mit einem Schatz. Ich glaube, das habe ich gelesen in den Developers-Chat. Anker? Die wollten es nicht mehr so genau, dass du, wenn einer eine 30er Mission hat, dass er die ganzen kleinen Billigen unten mitziehen kann. Das heißt also, okay, im Moment hast du zwar 30er, aber wir drei... Also Anker bitte in 54321. Sorry, Marcel. So. Sprich, es wird beeinflusst dadurch, dass ihr an Bord seid, beziehungsweise genau, in der Gruppe. Also du bist ein 30er und wir sind 13er. Ah, und die wollten quasi nicht, dass genau, ich euch quasi damit ziehen kann. Genau. Mhm. Weil das war die, diese Diskussion, was es auch bei dem ersten Typen gegeben hat, der hier Legendary geworden ist. Ja, ja. Dieses Mitziehen halt, ne? Oh, ne, falsche. Ja, wobei der hat ja eine andere Methode genommen. Der hat ja eine ganz andere. Ja, aber das war die Gesamtidee, die da wohl hinterstand. Also, dass sie gesagt haben, es soll nicht so sein, dass jetzt einer hier so, ich habe auf Level 30 hoch und ich ziehe euch ein, soll eben mal schnell mit in 2 Stunden Instanz. Ja, gut, aber so ist es ja auch nicht. Egal. So, ihr holt den Schatz, ich gehe mir ein Bier holen. Bis gleich. Ihr holt den Schatz, der Kenk holt ja auch einen Schatz. Wer ist auf der Insel? Ich bin gerade schon auf der Insel, ja. Ich auch, aber ich versuche nicht den Schatz zu finden. Ups. Du hast Snag Island oder was? Nein. Und das ist wieder schon. Ach, die Schatten. Oh, das Arch. Simmerix hat. Jetzt Spur des Plünderers. Komm zurück. Warten auf Kay. Oh, jetzt nächste Outpost oder was ist so an? So, da bin ich wieder. Boah, der nächste Outpost ist ganz schön weit weg. So, haben wir? Ja. Ihr habt die Kiste? Ja, und damit war es jetzt fertig, ne? Ja.
Aber ja, der nächste Outpost ist noch ganz schön weit weg. Was war's denn für eine Kiste? Tour des Plünderers. Ja. Soll ich eine Gemetzelmission auf den Tisch legen? Ja. Brauche ich nicht zum nächsten Outpost, das oder? Das lohnt sich noch nicht. Hab den Anteil also, schon. Der nächste Outpost ist auch schon ganz weit weg. Ja, ja, dann machen wir einfach noch eine Metzelmission. So, liegt auf Tisch. Danke in der Hand. Ja, das heißt, Marcel müsste gerade mal bitte bestätigen. Oh, ich jetzt? Ja. Warum? Weil Holger den Anker in der Hand hat. Achso, Entschuldigung. Bitteschön. Konfrontation mit der namhaften Crew der Mary King. Plunderer's Plight. Okay, ich guck mal. Plunderer's Plight. Oh Gott, 4 Stück. Okay. Ja. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, nur eine Karte mit einem Schatz, das sind ganz Anfängermissionen, da seid ihr auch weit drüber hinweg. Von daher glaube ich, dass eher da jetzt der Zufallsgenerator einfach nicht unser Freund gewesen ist, gerade bei den Schatzkistenmissionen. Crook the Crooked Mask. The Crooked Masks, da habe ich sie. So zwei. Liar's Backbone. Liar's Backbone, da habe ich auch. Ihr habt gar nicht gewürdigt, wie toll ich hier unter diesem Arch vorhin durchgesegelt bin. Ach, da ist Greatness. Das war jetzt einfach. Was soll ich würdigen? Ich war im Kühlschrank. Wie ich hier unter diesem Arch durchgesegelt bin, ohne irgendwas mitzunehmen. Okay. Ich bin unter Deck gegangen, ich konnte das nicht mit ansehen. Ja. Wir segeln jetzt nach Süden. Alles klar. Zu Plunderer's Plight. Bin bereit. So, Anker kommt. Oben. So, dann einmal Segel setzen, bitte. Stopp. Schiff nehmen auf den Kisch. Diese Totelschädelwolken im Fernglas sehen die geil aus. Drei Captains, meine Güte. Echt? Drei? Ja. Stimmt, drei. Vier. Fünf, sechs. Deiner. Sieben. Wow. Sieben Captains haben wir jetzt insgesamt zu töten. What? Okay. Ja, ich glaube, danach ist dann auch Feierabend, ne? Ja. Behaupte ich mal. Also links von uns taucht jetzt die Insel auf.
Links von uns sind erstmal Felsen. Ist sie groß oder klein? Okay. Klein. Alles klar. Okay, ist easy. Noch mal eine Frage. Vorhin hat sich mein Handelsbund-Level erhöht. War das die Schießpulverkiste. Schießpulverkiste, ja. Okay. Ja. Abendlich. Ich muss das nochmal wiederholen. Abendlich. Ich kann das gar nicht genug betonen. So, aber von den 7, die wir zu killen haben, haben wir jetzt gleich 3 vor der Nase, ne? 3 Stück wohl? Ja, ja. So, dann Segel bitte einholen. Kommt die Sonne. Na gut, jetzt großartig verstecken auf der Insel können die sich jetzt ja nicht. Ich stehe am Anker, ne? Alles klar. Nee, viel zu verstecken ist da nicht. So, dann den Anker bitte jetzt runterlassen. Das kleine Ding da? Ja. Ein Schweinchen. Ich höre auch schon die Musik. Ich höre schon die Musik. Ja gut, die Insel ist ja nicht groß. Schweinchen. Ich höre überall Musik. Oh ja. Wow. Oh. Ey, die sind voll Akku. Einer muss immer überlegen. Voll Akku. Das ist keine Insel, aber voll die Akku-Insel. Ja, willkommen. Die Akku-Insel. Auf die Fresse. Entschuldigung, ich war mir holen. Wo wollen wir? Die Insel ist nicht so sonderlich groß. Du hast nicht so viele Möglichkeiten. Ich hab grad 3 Stück um mich rum. Ach so, Insel. Wo, da? Na. Oh, jetzt hat der Server mich gerade zurückgesetzt, okay. Was? Server hat mich gerade zurückgesetzt, wie war das? Oh, eine Flaschenpost! Vorsicht, du hast einen hinter dir. Ja, ja. Flaschenpost ist wichtiger. Scheißegal. Flaschenpost. Flaschenpost ist wichtiger. Egal, ich bin tot, aber ich habe eine Flaschenpost. Hier, 3 Schatzkisten von der Flaschenpost. Hallo? Oh, guck mal, da sind schon die Bosse. Weißt du? Da. Ich komm an, ich komm an. Oh, die bringen aber die Socks mit, ne? Die haben Freunde dabei. Und die essen Bananen, die Schweine. Apropos. Ein Hammer. Oh. Da sind sie doch, komm her. Wie viele sind's? Was hast du gesagt? 3, ja gut, das sind jetzt 2, sprich danach haben wir die schon mal. Sehr schön, einer weniger und der letzte. Wow. Ja. Yay! So, Tipp zum Auffüllen, da hinten sind Bananenfässer. Ja, Bananen waren irgendwie 3 Fässer zusammen. Ja. Muss man Schädel ablegen, ne? So. Ja, um die aufzunehmen, muss der Schädel ablegen. Wo sind die Bananen? Hier, wo ich bin. Wo sind die Bananen? Schau, ich hüpfe. Vermeint ist es schon, in meine Richtung zu schauen, ja. Ich hab nur einen. So, haben wir alle Schädel? Ich hab jetzt einen. Ja, sind beide leer. Hast du meinen aufgenommen? Also ich hab einen schon Schädel. An Bord. Okay. Hier ist noch ein Schädel. Ja, ich hab ihn. Wer hat den dritten Schädel? Ja. Hier. Haben wir 3? Hier, der liegt vor uns.
Wo sag ich? Ja. Wo? Ja, ich komme. Ich nehme mit. Ja, 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 ja. Oh, der scheint auch mehr wert zu sein. Der hat so einen Teil auf dem Kopf. Ja. Nee, der hat da einfach nur daran Schein. So, wo ist Schiff? Da. Das Große, hier, das, was größer ist als die Insel. Ich sehe. Da, wo ich winke. Wohin mit dem Bratter? Da, wo der andere ist. So, einmal schädeln, nehmen wir die Kiste. Ken wird auch 70 Jahre alt und wird sich über den Spruch immer noch amüsieren. Da kannst du davon ausgehen. So, Truhe, hier. So. Hat noch jemand einen Schädel? Nein. Ne, drei Stück. Drei Stück haben wir. Drei und eine Truhe, ne? Genau. So, dann. So, also wir kommen jetzt an einem Outpost vorbei. Ja, warte mal. Guck mal, die Schatzkarte, die ich gekriegt habe von der Flaschenpost, dass wir die auch markieren, dass wir die in die Route mit einplanen. Ja. Okay, ich guck mal. Ich weiß jetzt nicht, welche Insel das ist. Oh, okay, ich suche es mal. Ja, such mal. Mein klar, können wir natürlich erstmal, wir haben jetzt vier Sachen, die können wir schon, wenn wir an einem Outpost vorbeikommen, schon durchaus mal loswerden, ne? Ja, wir kommen quasi auf unserem Weg direkt daran vorbei. Ja, ja, ist ja super. Ich habe die Insel auch noch nicht gefunden bisher. Nee, das ist doch wahrscheinlich die kleine. Ja. Was sind die? Mein Gott. Ja, ich bin da auch manchmal sehr am Suchen. Was denn? Ich finde die nicht, das gibt's doch gar nicht. Sieht aus wie so ein Vogelkopf, so ein kleiner. Der Spruch ist cool hier. Ah, scheiße, mein Account wurde gehackt. Hattest du ein schlechtes Passwort? Nee, überhaupt nicht. Das Jahr der Heiligsprechung des heiligen Dominikus durch Papst Gregor den 9. Und wann war das? Der 1234. Oh. Oh, ja, der braucht ein bisschen. Oh. Ich habe ihn nicht verstanden. 1, 2, 3, 4. Boah, Halli. Ach so, 1, 2, 3, 4. Ja, entschuldige, den habe ich nicht hingekriegt. Boah, Alter, ich muss mir noch mal eben die Karte angucken. Jetzt gibt's nicht, ich finde die nicht. Was ist denn das? Ah, lass mich mal gucken. Das manchmal, es reicht, kenne ich und dann gehst du von der Karte weg und dann findest du so. Ich such mal. Dann gehe ich mal. Ja, dann guck so mal. An. Ich finde die nicht. Pause. Da ist sie. Da! Das ist sie. Ja, da ist sie. Okay. So, okay, also wir haben... Moment, da oben, die brauchen wir nicht mehr, ne? Hey, da ist die Insel und so. Und vor uns ist ein Outpost. So, das heißt... So, wir haben noch, sehe ich das richtig? Wir haben noch vier Inseln vor uns. Die sind da alle zusammen und... Ja. Ach, du verwendest kantig. Okay, ja, dann gehen wir zum Outpost. Okay. Würde ich sagen, wenn wir an dem E vorbeikommen und dann machen wir die restlichen Inseln. Also müssen wir nach... Da haben wir alles dabei. Da haben wir drei Schatztruhen und vier... ja, den Outpost... Ist das Ancient Spire? Gallion's Grave. Ja, genau. Nee, sehe ich schon. Das ist der direkt vor uns. Mit dem Schiff drauf, ne? Genau, mit dem Schiff drauf. Ja, genau. Ja. Den sehen wir hier schon leicht links. Ach, da. Jawohl. Okay. So, dann einmal Ankerlicht, bitte. Ja, guck mal, wie der feine Herr sich am Arsch kratzt da vorne, anstatt beim Anker einholen zu helfen, ne? Ah ja.
bin unter Deck gegangen. Ist er wieder Bier holen oder was? Er reagiert gar nicht. Ja. Doch, ich bin hier. Mach grad Selfies. Piraten-Selfies. Okay. Nee, mach mal. Bitte in die Insel, ja. Oh, wir segeln schon. Ja. Wieso bist du auf der Insel? War für kleine Seemänner. Du bist ein Goldjunge. Für kleine Goldjungs. Kleine Goldjunge musste weg, ja. So, ich glaube, die Shops sind aber auf der anderen Seite von uns aus gesehen. Wir müssen ja eh nach Süden, ne? Dann gehe ich hier links rum an die Insel, parke dann rechts vor ihr. Wollt ihr die Segel schon mal einholen? Nur ein bisschen. Mach mal nur das mittlere, bitte. Ja, da war ich richtig. Komplett? Ja, das mittlere komplett. Hier am Anker. Ja, brauche ich noch nicht. Will einmal drum rum. Hey, da hätten wir das wieder. Sunday. Tschüss. So, jetzt das vordere bitte einholen. So, und bitte... Brauchst du noch? Jetzt den Anker einholen. Runterlassen mal. Ich. Warte, die plättet. Ja. So, und dann müsste nämlich jetzt hier am Steg direkt irgendwo eine Leiter für uns sein. So. Ich hab einen Schädel. Ich habe auch einen Schädel. Wunderbar. So. Da ist die Leiter. Wo ist die Troller? Die Troller. Wo ist die Troller? Geradeaus, glaube ich. Ist ja exakt geradeaus, ja. So, dann haben wir, glaube ich, noch eine Kiste an Bord, ne? So, nimm die Kiste. Boah, ich hab immer noch mal 14. What is it? 14, 13, 8.
away with you. So. Der eine Typ oder Typin in der Spelunke sagt immer, ich soll meine Levels auf 10 bringen. Gibt es da was Besonderes? Ja, wenn du sie auf 10 bringst, und dann wird sie sagen, dass du sie auf 15 bringen wirst. Hab ich mir schon gedacht, ja. Und das immer weiter bis auf 50, weil wenn du alle drei Werte auf 50 hast, dann bist du Piratenlegende. Und jede Menge Geld los. Nö. Nee, dann kommst du in einen geheimen Bereich und kriegst spezielle Missionen. So, okay, wir haben glaube ich alles abgegeben, richtig? Mhm. Okay, was haben wir da? Dann fahren wir jetzt nach Süd-Südost. Süd-Südost. Okay. Zwei da oben, ne? Können wir die Segel da runterfahren? Mann. Was meinst du? Ja, nicht. Ich fahre ja auch die Segel runter. Ach, Leute. Okay, der Kurs ist super. Mit was ist der beschäftigt? Ja, hallo? Sowas geht nicht. Ja, die zwei stehen da vorne und gucken die Aussicht, du. Tja. Okay, wir müssen jetzt zu Liars Backbone. Guck, was war denn die Flaschenpostmission nochmal? Die war. Das sind einfach nur drei Kisten mit einer Schatzkarte. Ja, nee, nur um zu gucken, welche Reihenfolge wir jetzt machen, aber das ist ja egal. Ach ja, Marcel? Ja. Ich darf dir von einem Freund von mir, der hier unweit wenige Straßen weiter wohnt, der Lauterner-Fan ist, darf ich dir was ausrichten? Also jetzt nicht persönlich, aber er hat es geschrieben auf Facebook heute Abend. Es gibt keinen Fußballgott. Oh. Du darfst gerne zurück ausrichten. Es gibt ein englisches Sprichwort. The table never dies. Lies. The table never lies. Nein, mache ich jetzt nicht. Ich poste betrunken nichts auf Facebook. Die Tabelle lügt nie. Der Tisch lügt nie. Table ist doch nicht. Okay. Ich hätte jetzt auch Tisch gedacht, ja. Ne? Der Tisch lügt nie. Ist es die rechts schon vor uns? Ich guck grad mal, das muss es ja mal sein, ja? Da hinten ist eine Schaluppe, die vor Anker liegt. Ja, rechts. Vor uns ist die. Ja, die ist direkt. Und da hinten ist an der nächsten Insel liegt eine Schaluppe vor Anker. Ja, zu der müssen wir gleich. Ja, mal gucken. Ich meine, wenn die vor Anker liegt, dann machen die ja was. Dann sind die nicht nur auf. Also die drei Inseln, die wir jetzt in der Reihe sehen, rechts, da müssen wir auf alle drei hin. Ja. So, dann mal bitte einholen. So, ist das die Insel mit den drei Schatzkarten? Nee, das ist eine Skelettinsel. Okay. Die mittlere ist eine Schatzkarteninsel. So, bitte den Anker jetzt einholen. Loslassen. So. So, die ist ja jetzt auch nicht so groß, ne? Ja, ich höre auch schon die Musik. Oh, Musik 2, 3, 4. Da kommen sie auch schon.
für uns. Die Menge. Der haut ab. Ja, das mache ich manchmal. Oh, die Schlange tot. Die Giftklasse, die gefällt mir. Oh, da kommt Boss, der Boss. Ich höre Boss, ja. Boss, 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 Boss. Da hinten. Oh, da zwei Stück. Ja. Einen habe ich. Hast du auf mich gezielt? Hast du auf mich gezielt? Oh, Banane brauche ich. Oh, das war... Der Boss zieht auf mich hier. Captain Tricky Abel. Der nimmt auch Bananen. Die Sau. Hat Anna jetzt aber nichts genutzt. Also ich habe noch keinen Schädel. Holger nimmt den. Ich habe den Schädel. Okay. Okay, und dann brauchen wir noch einen. Der andere. Haben wir drei oder zwei? Zwei. So, ich habe den zweiten. Den Ort an den erfüllt. Ach. So, lass mich raten. Marcel steht auf dem Bug und macht Selfies. Ja. Ja. Wie hast du das bloß erraten, Ken? Weiß ich jetzt nicht. Also ich bin dafür, dass Marcel die nächste Woche Küchendienst hat dafür. Ja. Als wäre es jemals... Latrinendienst. Ich habe gar keine Bananen mehr. Wieso habe ich denn keine Bananen mehr? Weil du wahrscheinlich welche benutzt hast, ohne neue aufzunehmen. So, die Schaluppe liegt da immer noch vor Anker. Aber das sieht so aus, als ob die nicht vor der Insel vor Anker liegt. Sollen wir dann erstmal nach Süden fahren, zu Cravens Fall? Ja, können wir machen, oder? Jo. Also wir haben jetzt die mittlere Insel, wo die vor Anker liegt, ist eine Schatzkarteninsel. Die dahinter ist eine Metzelkarte und ja, Cravens dann nehmen wir Cravens Fall, ja. Dann fährst du einfach geradeaus. Einfach geradeaus fahren. Ja, ich glaube, das Steuer ist noch eingeschlagen. Geradeaus die große Insel? Eigentlich nur geradeaus. Scharf geradeaus. Ja, genau. Ja, da liegt aber die Schaluppe. Liegt die Schaluppe, ja. Wow. Den verschießt auf uns. Wow. Nein, schießt nicht. Nee. Wir sind bloß in seichem Wasser. Wo ist es da? Ich hab's. Eimere ich schon mal. Das war dann wohl seicht. Ja, ist geflickt. Oh, alles schon trocken. Ja, die Schaluppe liegt da genau, ne? Scheiße, okay. Da wow. Liegt ihr da auf der Insel aber, ne? Dann nehmen wir etwas nach links. Erstmal nach links, sonst rammen wir mal die Insel. Dann fahren wir besser erstmal zu Shiver Retreat, ne? Also nicht zu der, sondern scharf nach Nordwesten. Ja, das kriegen wir jetzt so einfach nicht mehr hin. Okay. Ja, das machen wir dann gleich. Dragons Fall, da müssen wir auch hin. Marcel ist ganz weg jetzt? Nö. Nee, der ist noch da. Genau.
Ja, jetzt müssen wir einmal um die Insel rum. Ja, ja. Das ist klar. Damit stoßen wir jetzt gleich automatisch auf die Schaluppe. Oh. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, kann ich mir gut vorstellen, wenn die ja eh die ganze Zeit vor Anker liegen, dass sie wirklich auch PvE machen und nicht PvP. Ja. PV was? PvE, das ist, du hast die Unterscheidung zwischen PvE ist Player versus Engine, sprich, was wir gerade machen, wir spielen die Spielmechanik, und PvP ist Player versus Player, also Spieler gegen Spieler. Ich schaue die ganze Zeit schon, ob ich ihn auf der Insel irgendwo sehe. Links. Links? Mal ein bisschen Deckung. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach The Crooked Masts. Ach so, okay, ja, können wir machen. Wir sind ja sowieso schon auf Kurs, also von daher. Ja, ich sehe sie. Die Insel ganz links. Ja. Die segeln auch weg gerade. Die Frage ist natürlich jetzt, ob die sich für uns interessieren oder nicht. Ja, der Kurs. Aber. Aber segelt gut. Weg. Ja, im Moment noch. Die Frage ist, ob er gleich dreht, aber sieht nicht so aus, ne? Hält seinen Kurs. Ja. Sieht so aus, als ob der sich nicht für uns interessiert. Wahrscheinlich hat er mehr Angst vor uns. Doch, jetzt dreht er. Ja, um die Insel rum. Aber ich glaube, wenn der zu uns wollte, hätte er andersrum, genau andersrum gedreht. Ja. Boah, ich weiß. Das sieht so aus, als ob der die Insel drehen wollte. Ja, der kommt ja gleich von hinten, pass auf. Ah, das wäre Schwachsinn. Gucken wir. Oder der haut vor uns ab. Hat ja, ich glaube schon. Kann jetzt nicht mehr sehen. Yay, ja. So, Crooked Masts war ein Boss. Der ist jetzt irgendwie hinter der Insel verschwunden. Sich versteckt. Doch, ich sehe ihn gerade durch die Lücke, jetzt ist er wieder weg. Ja, wenn er feige ist, nutzt er die Deckinsel als Deckung. Ja, klar. Wegzusegeln, ne? Ja. Also er hat vielleicht was gefunden und will es erstmal wegbringen. Jetzt kommt er rechts neben der Insel raus. Ganz schön lang dafür. Er dreht in unsere Richtung. Ja, aber bitte, der ist jetzt 30 Mal weiter entfernt, als es vorhin war. Er spekuliert aber vielleicht darauf, dass wir jetzt anlegen, dann holt er uns ein. Thank you.
Der ist dann wieder beigedreht. Ich bin am Anker. Ja, oh, wunderbar. Schiffbachverbindung wurde unterbrochen. Ja, du bist rausgeflogen, ne? Ja. Was, er ist gerade rausgeflogen. Okay. Er kommt gleich wieder. Da. Der Blupe hält ihren Kurs so breitseits zu uns. Komm so bitte. Nein. Ab schon. So, jetzt kann ich die Schuluppe erstmal nicht mehr sehen. Nach oben, ich habe aber Kühlschrank rausgenommen. So, Anker bitte jetzt runterlassen. Ich höre schon Musik. Ich bin doch nicht mehr vom Schiff. Okay. Da soll einer am Schiff bleiben? Boah. Wir fahren doch jetzt weit weg. Außerdem kommt ja Marcel hoffentlich gleich wieder. Ja, ich bin wieder. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was? Na komm, ist komm, die zwei Karten wirst du noch hinkriegen, oder? Ja, klar. Ist nur die Frage. Geschnetzeltes? Ja, geschnetzeltes. Ja, yay, Geronimo. Ich komm. Ah, wo sind sie denn? Blöde Schnecke gebissen. Ey. Eine Schnecke? Schlange. Fängt auch mit Sch an. Seid ihr? Irgendwie ist es gerade sehr dumpf bei mir geworden. Das Spiel? Hä? Was ist das? Such a... Wow. Das war ein Boom, das war gar kein Zulett. Entschuldigung, die falsche Richtung ist offen. Was ist das, war ein Boom? Ich hab einfach nur so, hey, da war was. Wo ist war ein Boom? Ich höre gar keine Musik, aber doch jetzt. Ja, ist irgendwie gerade merkwürdig. Also die Musik kommt bei mir einwandfrei, aber meine Schläge auf die Skelette sind total dumpf auf einmal. Boss, ich höre Bossmusik. Schon platt gemacht, bevor er aber richtig aus dem Boden rauskommt hier. Oh, Boss schon besiegt. Er ist tot. Wunderbar, es sind noch zwei Karten. Du hast Schädel? Wunderbar. Ja. Sehr dumpf. Das ist echt merkwürdig. Also, aber nur bestimmte Soundeffekte sind dumpf. Ganz merkwürdig. Okay. Drei Schädel hier. Genau. Drei Schädel haben wir. Drei Schädel haben wir, noch zwei Karten. So, mal gucken. Ja, ich muss gerade mal eine Banane essen. So. Also, jetzt fahren wir einfach... So, ich meine, der Zeit schon mal raus. Einfach nach Osten, zu Shiver Retreat. Das ist dann die Schatzkarte. Mhm.
So. Nein, noch nicht setzen. Gottes Willen. Ich will doch erstmal hier raus. Obwohl, ja, doch, geht. Ja, sieht gut aus. Einfach ja, geht. Einfach geht, gerade geht. Raus. Ja, gerade geht. Raus. Okay. Jetzt kannst du Kurs nehmen, wie du möchtest. Bin schon bei. Weil hier Crooked Masts ist immer Trick. So, genau Richtung Osten regt sich jetzt ein großer Felsen aus dem Meer. Mhm. Obwohl, er ist nicht genau Richtung Osten. Arme Tastatur. Ich wollte gerade sagen, Marcel prügelt gerade wieder seine Tastatur. So, also der Kuss, den du jetzt hast, der ist gut. Zack, Vorsicht. Jetzt steuern wir genau drauf zu. Au. Oh, ich habe die Schaluppe wieder gefunden, die ist jetzt ganz, ganz weit weg. Oh. Segelt auch mal nach vorne. Du musst. So. Siehst du den Felsen voraus? Eine Idee nach links. Na, das vordere Segel ist ein bisschen tief. Da bin gerade im Krähennest. Jetzt hältst du gerade genau auf die Insel zu, auf den Felsen. Genau. Da müssen wir. Ich komme mal besser wieder runter. Ist der jetzt? Ach, dann macht's es. Kleine Dinge müssen wir hin. Jo, ja. Da sind drei Schatzkisten drauf, ja. Ach du Scheiße, auf dem kleinen Ding? Ja. Ich bin am Anker. Ist ja scheiß drauf. Hau den Anker raus. Ob wir jetzt 5 Meter näher dran sind oder nicht, ist auch scheißegal. So. 3 Kisten haben wir, ne? Wie soll ich in Erinnerung habe. Immer ein Trinken? Ja, ne? Gemeinsam? Ja. Aber erst ab. Dann tun wir schon die Spinnung. Wo ist sie denn? Ach nee, ihr macht noch erst einen. Warte. Ne, wir haben noch 2 Karten. Also ja, okay. Wir haben eine Karte. Ja, Entschuldigung. Eine Karte mit 3 Schätzen irgendwie. Den macht der Holger. So, guck ich mal nach dem. Den noch kaum was. Ja, es ist beim Dunkeln meistens so, aber du kannst mit L eine Laterne herbeizaubern. So. Ey, was ist denn das auf einmal so dumpf? Hat das Spiel irgendwie so einen Soundbug gerade? Das ist ja lustig. Oh, was grün? Ich muss im grünen Graben. Ich bin im Randbereich. Eieiei. Ist jetzt hier Ruhe mit den Scheiß-Skeletten. So, wo war sie denn eben, die Truhe? Wo war denn die Truhe? Da war sie. So, einmal ausgraben. So, Truhe gefunden. Und Skelett.
Also ich habe hier schon mal eine Truhe des Captains. Das ist schon mal cool. Ja, Pony, ja. Fett. Boah, ich habe jede Menge Skelette hier. Das ist ein Schwein. So, wo war die Truhe jetzt? Verdammt. Das geht mir auch oft so, ja. Hallo? 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 Blödskelette. Wo wir eingegraben? So. Willkommen. Das Grünzeug gibt. Hä? Also hier irgendwo soll sie. Gott! Wie viel Löcher sind hier denn? Hier ist die Truhe. Hier. Die deinen Schatten springen, aber. Ach du. Ah da, siehst okay. Du? Jetzt. So. Ich hab deinen Schatten springen sehen auf der Felswand. So, und die letzte Truhe. Du kannst andere Sachen. Ja, ja. Ich habe mich gerade mit Kegner darüber unterhalten. Ja, wir gehen noch zusammen einen trinken. Also bitte, wir gehen alle noch zusammen, wenn wir gleich am Outpost einen wegbringen, gehen wir alle noch in die Kneipe einen trinken. Truhe des Seefahrers. Nee, Truhen muss ja auch nicht jedermanns Ding sein. Das ist ja. Nee, um Gottes Willen. Hey, ich hab. Weißt du, wie mein Bundeswehrzeugnis aussah? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Super lustig sah das aus. Irgendwie insgesamt habe ich eine Note 3 gekriegt. Von wegen Sportlichkeit 4, militärische Führung 3 und so weiter. Aber eine einzige Note, die war eine 1 und das war Orientierungssinn gewesen. Boah. Weil das ist bei mir, glaube ich, 5 gewesen oder so. Das ist bei mir, ich kann mit Karten umgehen ohne Ende. Also das ist, da brauchst du dich echt nicht versuchen dran zu messen. Es ist wirklich normalerweise so, wenn ich hier die Karten nehme, erster Spatenstich ist ganz selten, dass ich einen zweiten oder dritten Spatenstich brauche. Aber das ist halt, jeder kann was anderes, ja. Ja, also Orientierung ist nicht so. Also was das Schätze anfinden, finden geht. Nee, muss ja nicht. Nee, aber das ehrlich, im Bund, das. Mein Bundeswehrzeug, das sieht total lustig aus. Nur Dreier und Vierer, aber Orientierung sind 1. Kann der Anker ganz hoch? Ja, eigentlich schon, ne? Wir sind ja durch. Sind alle an Bord wieder eigentlich? Genau. Jetzt müssen wir nach Kraken's Fall. Das ist im Südosten. Also wir müssen das jetzt rechts von uns sehen. Vorne. Das ist, müsste ja, direkt das die rechts ist. Vor uns sein, ne? Genau. Die nach rechts große. Rein ein bisschen, sonst kommen wir was Seichtes. Ja. Schwein. Ihr dürft Segel setzen, damit wir da heute noch hinkommen. Ja. Ihr habt doch nur auf das Kommando gewartet vom Captain. Selbstständiges Denken. Wir sind ja nicht bei der Bundeswehr. Dort herrscht eigentlich eine Hierarchie. Ja, wir haben hier keine Hierarchie. Shiver Retreat, ja? Nein, Kraken's Fall. Wo ist denn Shiver Retreat? Ich sehe es gar nicht. Ne, ich auch nicht. Aber vorhin hat er irgendwie auch schon mal was falsch angezeigt, hatte ich den Eindruck. Ich glaube, da haben sie wieder einen kleinen Bug reingebaut. Was aber, sage ich mal, in den ersten 2-3 Wochen nach Release völlig normal ist.
Ding da vor uns? Ja, das Ding vor uns. So, ich sehe es nicht ganz genau. Ach, nehmen wir den Strand. Ja, das ist gut. Segel einholen? Ja, so langsam, ja. Hier am Anker? Viel wichtiges Anker, genau. Jetzt? Nee, noch nicht. Gut. So, Anker bitte jetzt. Oh! Ja, harmlos. Rumpel, rumpel, rumpel. Anker, Anker, Anker. Oh, schon wieder trocken. Trocken, ja? Okay. Fasziniert, wie schnell das immer geht. Wie viel, ja, wie viel noch in so einen Eimer reinpasst, ne? Gut. So, dann kommen wir zum letzten Geschnetzelten. Ja. So, bevor ich mich da euch aber gleich anschließe, gehe ich aufs Klo und hol mir noch ein Bier. Bis gleich. Ja. Auf was warten? Die Insel ist was größer, ne? Ja. Oh, ich habe einen Schießpulver. Was? Was? So, da bin ich wieder. Seid ihr noch am Schnetzeln? Nee, wir haben sie noch nicht gefunden. Ich habe Schießpulver auch was gefunden. Ich habe total die Orientierung verloren. da, ich glaube da unten. Das sieht doch gut aus da unten.
habe Musik. Wo? In der Mitte, da wo unter dem Bogen. Okay. Und ich bin gerade tief gefallen. Bananen habe ich. Zwei. Och, jetzt humpelt er erstmal wieder. Eieiei. Vom Schiff aus links halten. Ich bin unter dem Bogen. Seh dich, ja. Ich hatte gerade mal. Ja, da fängt die Musik an. Das heißt, der ist da. Bananen, sehr schön. Das ist irgendwo in der Richtung. Da sind sie doch! Ich kill mal die Schlange da, bevor die nervt. Aua! Essen. Da, meine Banane. Oh, Boss. Da hinter uns. Da ist er. Hey. Oh, der sieht gut aus, der ist silber. Ja. Ab zum Schiff damit. Oh, ich sehe das Schiff. So, und damit sind wir durch. Also, jetzt mache ich noch was, behaupte ich. Nee. Also außer zum nächsten Außenposten fahren. Ja. Ja, ich hab Durst. Also wir haben jetzt hier vier Schädel und ein Pulverfass. Und zwei Truhen. So. Zwei? Nee, das kann ich ja, nicht. Ja, doch. Truhe des Plünderers und Truhe des Captains. Ah, da ist noch eine. Okay. Und Truhe des Seefahrers. Ja, wir haben reichlich. Jo. Wir müssen jetzt... lass mich mal schauen. Wir fahren nach Norden. Okay. Zu Galleons Grave wieder. Gelichtet. Ja. So, ich sehe sie schon da hinten. Ja, kann man schon sehen, genau. Kein Schiff in der Nähe. Nichts zu sehen.
waren wir ja vorhin schon. Ja, ja. Dann nehmen wir mal schon. So, ich bretter jetzt einfach auf den Strand zu, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Weil dann parken wir super, dichten einmal ab und können dann ganz in Ruhe das Zeug ganz einfach hintragen. Ja. Ja, natürlich. Ist egal. Hauptsache wir treffen ja, dann gehen wir schon mal runter. Jo. Aber Anker noch werfen, ne? Ja, klar. Gehen. Oh, was? Marcel ist raus. Was? Marcel ist aus dem Teamspeak rausgeflogen. Okay. Wieso habe ich genau jetzt in diesem Moment keine Latten mehr? Holzbrett nehmen? Ich hab doch. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. So. Wieder noch mit uns? Nina, kommt Marcel nochmal wieder rein? Hm. Sind sie beide geflogen? Beide geflogen? Legt sich noch. Hört uns nicht mehr. Achso, ja, wir haben ja Nina die ganze Zeit über Marcel gehört und damit hören wir Nina jetzt nicht. Nina, oh, du, ja. Kannst, okay. Du kannst die Taste T drücken und uns was schreiben im Chat. Weil ich will jetzt ehrlich gesagt nichts abgeben, weil in dem Moment... Aber seid ihr noch im Spiel beide? Nee, nur noch Nina, aber Marcel nicht, damit er die Belohnung ja auch noch abgibt. So, Nina ist noch da. Nina, kommt denn Marcel noch mal rein? Weil hier sind noch Belohnungen abzugeben. Also Marcel ist komplett weg. Okay, das heißt, wir geben die Belohnung ab, dann kriegt aber Marcel leider die Belohnung nicht mehr ab, ne? Okay. Jo, dann gehen wir jetzt einfach ab. Alles, was wir noch hier in der Kapitänskajüte haben. Ich habe hier gerade Ansehen bekommen. Einen Sprung darüber. Für was auch immer. Ah, ich habe schon eine Kiste abgegeben. Achso, die Kiste wurde mir nicht angezeigt, aber den Ruf habe ich gesehen. Okay. Das Schiefpulverfass bringt mir jetzt zu der Händlerin. Nee, das bringst du zum Händler hier. Achso, doch, das ist eine Händlerin. Am Ampir, genau. Verdammt, mit der Kiste kraft man das nicht. Falsche Richtung. So, Truhe des Captains. Da ist er. Ach, fuck. Doch ins Wasser gesprungen.
Dieses Pulverfass verkauft. Yay, Truhe des Kapitäns. Schädel. Fehlt noch eine Truhe. So, ich guck mal gerade, was haben wir noch? Genau, so, Truhe habe ich hier. Ansonsten ist hier, ich glaube, nichts mehr an Bord, ne? Also ich sehe nichts mehr an Bord. So, Truhe verkauft. Dann gucken wir noch mal. Ah, fuck. Ja. Doch noch mal nass geworden hier. Ach du, wo ist das Ding? Richtig. So. Also ich glaube, hier liegt jetzt nichts mehr rum, ne? Haben wir es wirklich geschafft, alles abzugeben? So, dann würde ich sagen, Nina kann nicht mehr sprechen. Marcel ist schon in die Haie gegangen. Dann spielen wir jetzt nochmal Instrumente. Spelunke. Wir sind jetzt hier auf dem Schiff. Dann komme ich zu euch. Ja, komm zu uns. Was ich halt geil finde, ist, dass wirklich diese Instrumente, wenn du die mit anderen spielst, dann wirklich im Takt von den anderen sind. Nee, war ein richtig schöner Abend. War cool gewesen. Nina, mach dir echt keine Gedanken, dass du das mit den Schatzkarten nicht hinkriegst. Das ist völlig normal, dass nicht jeder alle Aspekte hinkriegt. Deswegen spielt man das Spiel ja zusammen. Der eine kann das, der andere macht das. Wenn du Nöser... Noch ein Akkordeon in der Hand hält? Nee, also Nina hat bei mir auch nichts in der Hand, lustigerweise. Bei mir hat sie das Akkordeon noch in der Hand. Echt? Bei mir hat sie nichts in der Hand. Aber spielt nicht. Ja gut, sie hat ja gerade getippt, wobei ich das Nö jetzt gerade nicht deuten kann. Wenn du sagst Nö, kann das natürlich auch heißen, Nö, du willst auch Schatzkarten lesen. Dann muss das... Man kann das üben. Da musst du aber ganz viel üben. Also ich vergleiche es immer mit dem Fußballspielen. Beim Fußballspielen ist auch so, es gibt Profifußballspieler, die haben Ballgefühl, und es gibt auch tatsächlich Profifußballspieler, die haben kein Ballgefühl. Die müssen es hart trainieren. Das ist genau das Gleiche. Macht ja nichts. Das ist echt eine Sache, entweder man kann's, man hat's oder man hat's nicht. Ist das ein Trick, dass man nicht die ganze Zeit die Maustaste gedrückt halten muss? Nee, habe ich auch noch nicht rausgekriegt. Hab ich tatsächlich auch noch nicht rausgekriegt. So, dann würde ich sagen, dann danken wir unseren Zuschauern da draußen, dass ihr tatsächlich so lange durchgehalten habt, erstaunlicherweise. Dank euch hier, ja. auch Marcel, der sich schon verabschiedet hat. War ein schöner Abend. Und, ja. Ja, gucken wir mal, wann wir das nächste Mal machen. Ich habe ja keine Ahnung, wie es bei euch terminlich aussieht. Aber das muss auch nicht jetzt klären. Gut, dann lasse ich den Abstand laufen. Mal. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade heute, hat sich das bei mir verlängert. Aber aha, das filmen wir im nächsten Monat nochmal. Ja, in einem Monat werden wir das wohl noch ein paar Mal hinkriegen, ne? Also so im Team macht es also definitiv mehr Spaß, als wenn man das irgendwo alleine spielt. Ja. Finde ich. Ja, in einem Monat werden wir das auf jeden Fall noch ein paar Mal hinkriegen. So, dann würde ich sagen...
verabschieden wir uns, sagen Dankeschön fürs Zuschauen und ich lasse die Abschaumusik laufen. Macht's gut, oh, tschüss. Da ist der Abspann. Ich hab irgendwie, ich hatte ihn nicht angeklickt. Okay, Abspann kommt. Tschüss.